Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Livestream-Zeit bei Frank's Vlogs auf dem Kanal. Das ist sozusagen der Februar-Livestream. Ich habe mir ja vorgenommen, also mindestens einen Livestream pro Monat zu machen. Da zählen jetzt die Live-Podcasts mit dem Holger, da die transatlantischen Podcasts nicht mit. Aber so ein Livestream pro Monat soll sein. Und ich habe auch einen illustren Gast. Alle, die mir auf Instagram folgen, wissen das schon. Und ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich freue mich auf einen entspannten Talk. Und zwar mit meinem Namensvetter aus Hamburg, dem Frank. Hallo, Moin, Frank. Frank, grüß dich. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich. Ich mich Prima, auch, dass ich es mich auch geklappt sehr. hat. Ja, auf Ja, jeden Fall. weil ganz so einfach ist es ja jetzt nicht bei dir, Termine zu finden, weil wenn man sieht doch schon, dass du öfter mal unterwegs bist, wenn man dir auch auf Instagram folgt, ne? Ja, das stimmt natürlich schon. Aber gerade wir beide, wir haben das ja jetzt schon über, ich sag mal so, die letzten 4 Wochen geplant. Also ich glaube, vor 4 Wochen sowas haben wir uns verabredet. Dann geht das ja schon oft. Ich habe heute mit jemandem gesprochen, der mit mir Podcast aufnehmen möchte, weil ich gesagt habe, das geht ja auch mal von unterwegs. Ich sage mal so, deine Ja. Livestreams, die dauern manchmal auch 3 Stunden. Das ist von unterwegs oft schwierig. Aber mal eine halbe Stunde irgendwo in den Podcast reinschneiden kann man auch, wenn man unterwegs ist. Also, aber ja, es ist nicht so ganz trivial, klar. Aber bei Also dir glaube ich auch nicht. wir setzen uns mal keine Zeitbegrenzung. So. Ich habe natürlich einen kleinen roten Faden aufgeschrieben, aber mit dir kann man, glaube ich, sehr schnell das Thema wechseln, so wie ich dich kenne, ne? Ich Wir befürchte kommen das. wahrscheinlich. Und wir haben auch Fragen über Instagram abgefragt. Da kam allerdings jetzt gar nicht so viel, aber wir haben natürlich hier, sehe ich jetzt schon, einen fachkundigen Chat am Werk. Jede Menge Bekannte, jede Menge, die dem Fotografie Business, sagen wir mal, wohlgewollt sind. Und ich denke mal, wir werden die eine oder andere Frage auch an dich stellen können. Allerdings würde ich ganz kurz für alle Leute, alle meine Abonnenten, die dich noch nicht kennen, weil die soll es wahrscheinlich auch geben, gehe ich mal von aus, ne? Ich gehe da Stell ganz dich fest von mal aus. kurz vor, und was machst du eigentlich? Was machst du eigentlich? Ja, also Name steht ja hier unten. Ne? Begleitetes Vorlesen ist das, was ich am wenigsten gern tue. Was mache ich eigentlich? Ich würde sagen, ich bin Unternehmer und Weltreisender und ich mache so ein bisschen YouTube und auch ein bisschen Podcast und so ein bisschen Social Media, aber hauptsächlich schaffe ich für Menschen Erlebnisse und vermittle ihnen fotografisches Wissen an guten Orten. Das ist so, glaube ich, ganz grob zusammengefasst, das, was ich am liebsten mache und weshalb ich das Ganze auch mache. Und gut, das hast du jetzt aber ziemlich schön abgekürzt, die ganze Geschichte. Wir gehen Ja, natürlich jetzt noch, ich habe gedacht, wir gehen noch ein ich gebe dir mal bisschen eine ich habe da Chance. noch ein paar Fragen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Ja, erzähl. Aber wie gesagt, für alle, die Frank nicht kennen und gerne fotografieren oder auch gerne mal fotografieren lernen wollen oder überhaupt mit Fotografie in Verbindung kommen wollen. Frank macht nicht nur Workshops bzw. Kurse in Hamburg, ne? Da ist Genau. zwar dein Hauptsitz, aber ich war mal auf der Webseite gestern, du bist ja eigentlich bundesweit unterwegs, ne? Genau, wir sind aufgrund von Corona noch nicht wieder ganz so umfänglich unterwegs, wie wir es gewesen sind, aber wir machen das nach wie vor in diversen Städten. Also ich habe so ein Trainerteam um mich drumherum, die eben Workshops und Kurse geben und das in diversen Städten. Also das kann ich auch, glaube ich, im Moment startet heute gar nicht so genau aufzählen, aber auf alle Fälle Lübeck, Hamburg, Köln, Karlsruhe, Mannheim, Freiburg, Ulm. Naja, und dann noch so ein bisschen, sage ich jetzt mal. Ja, so, also das ist Ja, auf jeden schon Fall in sollte Orten. man gut verteilt, Ganz gut in genau, Deutschland verteilt, ganz gut gut verteilt. in Deutschland verteilt. Ja, und da machen wir halt Workshops und Kurse, meistens oder in aller Regel für Hobbyfotografen und häufiger auch, das kann man ganz offen sagen, das trage ich sonst nicht nach außen, das habe ich glaube ich auch auf meinem Kanal noch nie gesagt, aber häufiger halt auch an den unterschiedlichen Standorten irgendwelche Firmenseminare, ne? Also wo irgendwelche Public Relations Abteilung oder Presseabteilung oder sowas Input brauchen, da gehen wir auch hin, Also ja. schult ihr auch, sagen wir mal, den Fotografen von der Firma XY oder der dazu bestimmt wurde, damit er vernünftig ein bisschen Content liefern kann für die Firma sozusagen. So was Genau, macht ihr ich würde auch, ne? immer sagen, den ausgebildeten Fotografen nur, wenn er ein neues Themenfeld angehen möchte. Und ich habe jemanden, der das tut, der das beherrscht. Ja? Also es macht ja keinen Sinn, dass der Reisefotograf einem, ich sag mal, klassischen Mitarbeiter in irgendeiner Firma, der immer die Mitarbeiterporträts schießt und jetzt plötzlich soll der Produkte fotografieren, Hochglanzprodukte, dass der Landschaftsfotograf dem das beibietet. Das ergibt ja keinen Sinn. Aber wir haben auch natürlich einen Produktfotografie-Spezialisten, dann würden wir den da hinschicken. Also es hängt ein bisschen davon ab. Profifotografen in Unternehmen schulen wir eher selten. Meistens sind das eher Menschen, die dazu gekommen sind, so wie
wie es halt oft passiert, ne? Heißt es, du hast eine Kamera und außerdem hast du hier mal unsere Firmenwebseite hier im Intranet. Da brauchen wir Fotos ja. vom Vorstand. Lauf mal los und mach ein Bild. So, und das ist ja, wissen wir beide, Kamera. Ja, ja. Ich bin auch in diese kleine, was heißt die Falle? Ich bin ja noch im Golfclub und bin da Jugendwart und auch im Vorstand tätig. Und dann sagte der Präsident, hör mal, Frankie, ich sehe doch immer deine Posts. Du kannst ja nicht mal ein paar Fotos hier oder so einen Imagefilm vom Golfclub machen. Habe ich gesagt, so ganz einfach geht das nicht. Ne? Also das ist nicht ganz so einfach. Deswegen, wir begrüßen mal ganz kurz, ich gehe mal ganz kurz durch den Chat durch. Da sind eine ganze Menge bekannte Lichtfängerinnen. André, wer ist denn Lichtfängerin? Die kenne ich noch gar nicht. Ist das Andrea oder was? Ich weiß keine es Ahnung. Auch nicht. Sieht irgendwie so aus. Egal. Lichtfängerin Andreas Pott, Andreas Weiser, der Olli Hummel, Thanos, Stefan Kuhn, der Horriger aus New York zugeschaltet, Frank aus Mönchengladbach, Thorsten hier aus Mühl am Kärlich, Andrea Schwarz, Drohnenfrei Switzerland, Street of Hamburg, Dennis Weißmantel, grüß dich, Gruß nach Mainz, Uwe Schwörer, Andy Kropfoto, Gruß nach Zagreb. Wir sind wieder vollkommen international und wir haben eine ganze Menge geballte Fotopower im Chat, habe ich gesehen, sehe ich hier so. Ja, also das wird interessant heute Abend. So, aber so ganz einfach lasse ich dich jetzt noch nicht wegkommen. Du hast ja eben mal so ganz dünn drüber erzählt, wer du bist, was du machst. Ich habe da natürlich schon ein paar privatere Fragen, wenn du die vielleicht beantworten möchtest. Wenn nicht, dann machen wir einfach weiter. Ich würde schon mal ganz gern wissen, was bist du denn für ein Baujahr? Ich bin im letzten Jahr 50 geworden. Ah, okay. Ja, da, ja, aber ein bisschen, also ich verlasse die 50er nächstes Jahr schon wieder. Ja, ich höre davon. Genießt die 50er, die sind gar nicht so schlecht, kann ich da sagen. Ja, also ich glaube auch tatsächlich, da darf man sich nicht so viel Gedanken drüber machen. Weißt du, wenn du immer darüber nachdenken würdest, dass du vielleicht mit 70 das, was ich heute mache, nicht mehr machen kannst, weil du es einfach nicht mehr körperlich nicht mehr kannst, dann wird es ja verrückt werden. Das ist ja Quatsch. Ja, definitiv. Ich habe heute jeden Tag, wo ich einigermaßen unfallfrei aus dem Haus komme und mir nicht alles wehtut oder so, muss man happy sein. Das ist einfach gut so. Und fertig. Immer das Beste draus machen und positiv sein. Das sage ich auch jedem. Es gibt ja immer so Berufsweiner und Berufs. Ne, aber uns geht es noch ganz gut. Uns geht es sehr gut. Auch in Deutschland geht es uns noch ganz gut. Nicht so viel jammern. Ich sehe nicht ganz synchron. Das hängt sicher damit zusammen, dass der Ton jetzt heute direkt in den Mac geht und die Kamera eben hier über den Switcher in den Mac geht. Die sind halt nicht ganz parallel geschaltet gerade, aber ich hoffe. Aber fast. Ja. Also, das haben wir schon mal schlimmer gesehen, oder? Okay. Ja, ich habe schon ganz schlimme Sachen gesehen, was das betrifft, klar. Ah, nee, da ist ja die Andrea jetzt am Start. Andrea ist am Start. Wer ist denn Lichtfängerin? Das würde mich mal interessieren. Weil die kannte ich jetzt noch nicht. Aber du kannst dich ja mal outen, Lichtfängerin. Nina vielleicht? Eventuell. Warte, Nina, bist du es? Nina? Ja. Nina Papyrek? Nee. Nee, die nicht. Eine andere Nina. Okay. Könnte sein. Nee, die hat die. Okay, weiter. Baujahr haben wir jetzt geklärt. Ich gehe mal davon aus, du hast eben schon erzählt in der Pre-Show, du bist schon, hast du Family, ne, am Start? Ich habe einen Sohn, der ist 22, der lebt aber allein und in Süddeutschland und so weiter, das ist alles fein, so. Und ich habe, ich sagte zu Frau, wir sind jetzt seit 11, 12 Jahren zusammen, so, und kennen uns aus der Grundschule aber. Und es wäre absolut unsinnig zu sagen, meine Freundin sitzt oben auf dem Sofa, also das ist ja total dumm, nur weil wir kein auf dem Papier nicht verheiratet sind, also. Ja, das ist ja sowieso nicht notwendig. Das macht man ja in so einer Konstellation dann höchstens aus steuerlichen Gründen oder sowas. Keine Ahnung. Ja, und wir leben genau so, als sei es so, ne? Also insofern, ja. Naja. Ja, deinem Sohn, ja, meiner ist auch 22, da können wir uns die Hand geben sozusagen. Der wohnt allerdings noch zu Hause, der macht gerade Ausbildung. Da hatten wir eben drüber geredet, dem haben wir heute ein Auto gekauft, deshalb bin ich ein bisschen gestresst, weil wir haben dem nicht ein Auto gekauft, er hat sich das selber gekauft, also nicht verwechseln, der Papa hat das nicht gekauft. Sehr gut. Papa war nur mit dabei, ne? Aber ganz nett, ist fast schöner wie mein Auto, naja, das darf eigentlich auch nicht sein, dass der Sohn ein besseres Auto hat wie der Papa, ne? Wie konnte denn das passieren? Geht gar nicht. Muss ich dran arbeiten, muss ich mal gucken. Ah, da ist die Nina auch am Start, Nina Papierek. Ja, genau. Ja. Jo, du
Ich habe das Gefühl, ich habe dich jetzt zum ersten Mal kennengelernt, also wir haben uns natürlich schon online öfter mal gesehen, ne? Aber ich habe dich zum ersten Mal live, aber auch nur ganz kurz kennengelernt in Hamburg auf der Fotopia. Da warst du ja ziemlich busy. Ja. Du bist da schon so ein bisschen, also ein bisschen Rampensau bist du schon, ne? Das merkt man auch in deinen Vlogs oder so. Die sind schon durchaus mit Redeanteilen, ne? Ich bin schüchterner norddeutscher Jung. Ja. Merkt man aber nicht so. Aber ich kann mich gut verstellen, zwischendurch mal. Ja, alles klar. Du, übrigens, apropos schüchtern, ich hole mir mal gerade ganz schüchtern hier so einen Radler rüber. Ach, so. Ja, Und Prösterchen. sag mal Prost in den Chat, damit ich auch meine Stimme ölen kann. Wohlsein. Was trinkst du da, Mineralwasser? Tatsächlich, ja, du weißt ja, ich möchte Uhu Ja. werden. Ja, absolut in Ordnung. Wie Und gesagt, das Radler, das passiert nicht durch Bier trinken abends. das Bier muss, oder Radler muss noch weg, ist noch vom Geburtstag übrig. Deswegen muss ich mich jetzt noch opfern. Auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, in Hamburg kurz kennengelernt, da Ja, war genau. wirklich Zeit gehabt. Aber im Das stimmt. Grunde genommen kann ich schon sagen, dass du auch in Wirklichkeit in live so bist, wie du auch in den Videos bist. Und das schätze ich ja immer sehr, wenn Leute, sagen wir mal, die man vielleicht auf YouTube oder so oder auch meinetwegen im Fernsehen gesehen hat, dann auch in Wirklichkeit so sind, wie sie auch dann darüber kommen. Das ist eigentlich immer eine ganz gute Eigenschaft, ne? Ja, weißt du, ich glaube, es ist unfassbar mühselig, sich so oft so viel zu verstellen. Ja, also wenn man so viele Videos veröffentlicht wie wir zwei jetzt, also du bist ja auch jemand, der einfach einen unfassbaren Output hat. Ja, so immer wieder. Und wenn du dann dich jedes Mal für diese Videos verstellst, ja, wie soll das gehen? Also da stelle ich mir die Frage tatsächlich, wie ich das schaffen sollte. Dann müsste ich sicherlich eine Schauspielausbildung machen. Und ich sabbel natürlich, wie mir der Schnabel gewachsen ist, und zwar im echten Leben und eben auch in diesen Videos. Und das sorgt natürlich nicht dafür, dass alle immer nur gut mit einem sind, weil du natürlich auch mal was sagst, was Menschen nicht so gut gefällt. Das passiert halt einfach. Und gar nicht bewusst, und um jemanden, um böse zu sein, sondern das rutscht mir halt so raus, weil ich gerade so mit der Zunge schneller bin als mit dem Gehirn. Ja, und so ist halt im echten Das Leben kenne auch. ich. Also ich sage schon sehr gern geradeaus, was ich gerade denke und fühle und so weiter. Ja, ich bin ja, wie gesagt, ich bin auch keiner, der vorher nachdenkt. Ich rede einfach drauf los. Fertig. Ich meine, ich denke vielleicht schon gleichzeitig nach, dass ich nicht irgendeinen totalen Quatsch erzähle, aber halt schon so, wie man halt auch ist. Ich glaube auch, dass das einfach nicht geht. Aber es gibt es natürlich schon auf YouTube. Das gibt es halt. Ne? Ich weiß, Es ich gibt schon kenne diverse Kanäle. Kollegen. Es gibt schon Kanäle, die machen einen auf seriös und sind es gar nicht. Oder sie machen einen auf das und sind aber ganz anders. Also das gibt es dann schon. Das merkt man aber auch irgendwie so, zumindest im Ansatz. Ne? Das ist so. Ich weiß. Apropos YouTube. Ja. Du gibst ganz schön Gas, habe ich das Gefühl. Ne? Und dir gibst überhaupt Gas dieses Jahr. Ne? Das kann das sein? Ein bisschen mehr wie letztes Jahr. Nee, ich habe das einfach ein bisschen besser strukturiert. Also bei Ja. YouTube läuft es seit Jahren identisch, immer Samstag und Mittwoch ein Video. Das läuft jetzt seit 10 Jahren, sage ich jetzt mal ungefähr. Und da gab es nie Unterbrechungen, außer mal einen Mittwoch, wo keins kam. Und ich glaube, es kam einmal keine Bildbesprechung in den letzten 7 Jahren. Aber also YouTube läuft so wie immer, würde ich sagen. Aber ich habe sonst den Rest ein bisschen mehr strukturiert als in den letzten Jahren. Und das hängt ein bisschen auch mit meinem letzten Jahr zusammen. Das letzte Jahr war einfach ein unfassbar stressiges Jahr. Wir haben halt sehr viele Fotoreisen, die aufgrund von Corona zum Teil zweimal verschoben waren, nachgeholt und haben versucht, die darauf gebucht waren, jetzt endlich mitzunehmen. Und das hat dazu geführt, dass ich mit den Dozenten, die viel reisen im Team, unfassbar viel gereist bin. Also ich war, glaube ich, 22 Wochen nicht in Norddeutschland. Und habe dadurch aber auch gemerkt, dass natürlich es an vielen Stellen Struktur fehlte einfach. Ja, also du bist halt hier reingestolpert, hast gesagt, okay, Wäsche waschen, ausschlafen, also Mittagsnap machen, jeden Tag eine Stunde, um irgendwie den Akku aufzuladen für den nächsten Trip. Und dann eben noch, ich sag mal, so ein bisschen vorbereitet in Buchhaltung mit dem Team sprechen, 3 Calls, 4 Workshops in Hamburg, und dann wieder los geht die wilde Fahrt. Und das geht natürlich nicht gut, ne? Also das muss man mal ganz klar sagen. Das ist natürlich nichts Gutes, wenn man das so macht. Ich habe dieses Jahr einfach ein bisschen besser strukturiert und mir ein paar Dinge vorgenommen, die auch bei mir an der Wand stehen. Das erste Mal seit fast 10 Jahren stehen bei mir sehr feingliedrig untergliederte, da stehen die großen Ziele für dieses Jahr, aber da steht auch feingliedrig darunter, was ich da machen möchte tatsächlich. Und das gab es nie in den letzten Jahren, weil ich einfach gemacht habe und immer dachte, ich habe die Bälle in der Luft, und funktioniert auch. Hat auch ganz gut funktioniert, aber dieses Jahr möchte ich ein bisschen strukturierter sein.
Ich glaube, du bist aber auf einem guten Weg, auch wenn jetzt die Frequenz der Videos gleich bleibt. Du hast so ein bisschen auch, glaube ich, ein bisschen machst du mehr so Kooperation, lädst auch mal ein paar Leute ein. Und ich glaube, das ist auch eine gute Chance auf YouTube ein bisschen zu wachsen. Kann ich nur jedem auch empfehlen, dass man sich ein bisschen vernetzt, der eine von dem anderen ein bisschen partizipiert, der eine halt mal mehr, der andere weniger. Aber wenn du selber was gibst, dann ist halt immer gut. Und wenn du dann halt ein paar Abonnenten abgibst an den anderen oder gleichzeitig abgibst, dann ist das ja in dem Sinne keine Konkurrenz, sondern eigentlich nur eine Schnittmenge, die da eigentlich nur dann erweitert werden muss, ne? Also im Ja, ich. Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das geht. Und du bist jetzt bei 26.600, sehe ich hier rechts bei mir auf Ja, dem genau. Bildschirm. Ja. Hast du so ein Ziel im Hinterkopf, das du gerne hättest, am Ende des Jahres? Ja, habe ich schon, aber das ist wahrscheinlich unrealistisch. Wäre das so, wäre dann eine 5 davor? 30k fände ich gut am Ende des Jahres. 30, das würde ich jetzt nicht als unrealistisch betrachten, oder? Ja, das Problem ist, dass der Kanal nur so mit etwa 50 Abonnenten pro Monat wächst. Und damit ist natürlich auf gar keinen Fall erreichbar. Das heißt, ich muss den einen oder anderen Spagat noch machen und bin auch bereit dazu. Also Es kann manchmal helfen, ein einziges Video kann schon mal helfen, ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses eine Video, vielleicht hast du es gesehen, aber mit dem Drohnencrash im Wald da gemacht, ne? ja, habe ich gesehen, klar. Das hat mir direkt, das ist unglaublich. Anscheinend, Bad News oder Crash sind Ja, immer geil auf ich YouTube, weiß. ne? Aber es war ja noch ganz nett alles, ist ja alles gut gegangen und die Drohne ist ja auch nicht wirklich kaputt, sondern ein bisschen Propeller am Arsch. Aber das hat wirklich, dieses Video hat wirklich mich eigentlich, ich habe auch gedacht, ich mache auch so 50 bis 100 pro Monat, dachte ich, ne? Das waren aber jetzt dann direkt mal so 250 auf einen Schlag, ne? Was nur ein Video gebracht hat. Das ist erstaunlich. Jetzt darf man natürlich, jetzt muss man sich überlegen, muss ich jetzt mehr Drohnen-Content machen? Mache ich nicht. Ich mache einfach so weiter, wie ich immer weitermache. Aber ich bin ja auch eher so der Hobby-YouTuber. Aber das ist halt, das kann schon mal passieren, wenn du ein, ne, du hast vielleicht, du bist ja auch hier Ohm Systems, ne, zum Beispiel Pentax, ne? In den Olympus. Olympus, ehemalig Genau, Olympus, Pentas, um Gottes Willen, da rede ich schon da. Olympus. Und wenn du da halt jetzt ein super geiles Review raushaust, was dann auch geratet, das muss auch von YouTube natürlich hochgeratet werden. Das ist nämlich das klar, Problem. klar, Weißt du? klar. Also tatsächlich ist es so, ich glaube, es gibt verschiedene Strategien. Also zum einen muss man dazu sagen, ich mache das ja auch aus Spaß. Also YouTube ist ja nichts, was ein Geschäftsmodell bei mir ist. Ja. Ich sag, kann ich gleich noch zwei Worte zu sagen. Ist ja kein Geschäftsmodell, weil das bringt keinerlei Einnahmen. Das einzige Nee. Dusselige ist, wenn du die Werbung ausschaltest, dann schaltet du YouTube sie trotzdem, aber dann kriegst du nichts davon. Das macht also noch weniger Sinn. Also insofern, das erzeugt so gut wie keine Einnahmen. Aber natürlich sorgt das für ein bisschen Öffentlichkeit. Ich glaube auch, dass es dafür sorgt, dass man um sich selber bei Workshops, aber auch bei Reisen Menschen gruppiert, die zu einem passen. Ja? Weil die anderen, die zu mir nicht passen, die buchen das gar nicht erst, weil die sagen, der ist ein Arschloch. Bei dem buche ich nicht. So. Und das ist natürlich auch irgendwie insgesamt hilfreich. Aber ich glaube, um bei YouTube zu wachsen, gibt es ein paar Strategien. Eine Strategie ist ohne jeden Zweifel, bei anderen in Videos aufzutauchen. Und das ist nicht der Grund, weshalb wir das hier heute machen. Aber was ich gesehen habe und was natürlich immer geil ist, ist, wenn derjenige dann in der Video-Headline, also im Videotitel, den anderen verlinkt. Ja, Das bringt auf alle Fälle was. habe Ja. ich das hoffentlich gemacht heute, oder? Ich glaube ja. Ich hatte es, genau, ich Ich hatte es auch glaube ja. im Also ich mache Video. diese Genau. Ads immer, mittlerweile kann man die Ads ja überall hin machen. Ich glaube, ich habe es Genau. gemacht. Genau. Das bringt, glaube ich, wirklich was. So. Hm. Und es hilft natürlich total, einfach ein bisschen Cross-Promotion zu machen und zu sagen, Achtung, geh doch mal da bei dem und dem vorbei. Das hilft natürlich alles. Aber nochmal, ich will mich deswegen für YouTube nicht verbiegen. Ich will das ganz offen, weil wenn mir das gar keinen Spaß machen würde, dann würde ich gar kein Video mehr machen. Also das ist einfach dumm. Ja, das kann für dich, das ist für mich ja ganz anders wie für dich. Ich bin ja, ne, ich arbeite, bin Beamter, kann man ruhig drüber reden. Ich bin Hobby-YouTuber, der filmt und ein bisschen fotografiert. Und du bist halt ein Businessman, sozusagen Businessman mit einer Fotoschule, der im Grunde genommen YouTube eigentlich eher dafür nutzt, um ein bisschen ja, Promotion zu machen, ne? So in der Richtung, ja. Ne? Deswegen. Und was dir wahrscheinlich aber auch Spaß macht, weil sonst funktioniert halt YouTube nicht. Wenn es nicht Spaß macht, funktioniert es nicht, Leute. Das ist so. Lass uns mal bitte gerade durch die Kommentare durchgehen, weil ich glaube, da war schon die Ja, eine oder andere Massen, zumindest verrückt. ansatzweise Frage. Weil das ist auch immer wichtig. Du machst ja auch öfter mal so Instagram-Livestreams, ne? Wo Ja, du ja. wirklich dann auch die Leute richtig mitnimmst und denen ihre Fragen beantwortest. Finde ich cool.
Und das sollten wir auch nicht vergessen hier. Erstmal grüße ich mal den Olli, Oliver Hummel. Leute, das muss ich ganz kurz sagen. Geht mal beim Olli auf den Kanal, nicht jetzt, sondern nach dem Stream. Der hat ein Video rausgehauen, 45 Minuten über Falling Colors aus dem Westen in den USA. Absolute erste Sahne. Vielleicht gucken wir uns gleich mal ein Stück an, Frank. Wenn wir Zeit haben, mache ich das mal. Weil, also ganz ehrlich, ganz großes Kino. Und da macht YouTube richtig Spaß. Aber das nur dazu. Da kommen wir gleich zu. Da hat einer gefragt, ob. Moment, Animität. Frank ist doch der, ja genau, das habe ich ja eben gesagt, der Micro Four Third König. Aber du hast nicht nur Micro Four Third, du hast auch andere Kameras im Start, oder? Ist ja klar. Tatsächlich gibt es hier im Haushalt noch andere Kameras, die habe ich aber fast 10 Jahre nicht benutzt. Oh. Also tatsächlich zum Filmen und Fotografieren benutze ich Micro Four Thirds und natürlich alles Mögliche von an Action- und Ja, Drohnenkameras klar. und so Krempel, das ist klar. Aber zum wirklichen Fotografieren und Filmen wirklich ausschließlich MFT, ja. Das mit dem Synchron hatten wir schon geklärt. Da müssen wir leider, das ist halt so, aber es fällt kaum auf, ne? Und Das Erstaunliche ist, ich kann dich auch nicht lippensynchron sehen. Also ich weiß nicht, ja? was hier was an StreamYard Oh, ich heute sehe lief. gerade. Ja, so ein bisschen. Ja, So ganz genau. laut, Leck. Ja, genau Ja. so. Ich würde sagen, vielleicht, keine Ahnung, wenn wir mit 30 Frames übertragen, vielleicht so 10 bis 15 Vielleicht Frames ist daneben liegt man. mein Sohn, der spielt oben gerade auf der PS5 Gran Turismo. Ich hoffe, der macht es. Nein. So, pass auf, da war einer, genau, einer hat hatte gefragt, ob du auch am Ende Februar beim, ja da, genau, beim Frank bist. Ah, das war sogar der Bei Olli. Micha. Bei Micha, beim Frank Genau. bist, bei Micha. Genau, Olli. Genau, Oliver, da sehen wir uns auf jeden Fall. Also wenn du da bist zumindest. Also ich bin da. Insofern, wenn Können wir du da vielleicht bist, noch ein Oliver, bisschen. dann sehen wir uns auch. Können wir noch ein bisschen Werbung machen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Plätze noch frei sind oder so. Ich habe Der mit Micha auch kann nicht sogar gesprochen die sein, Tage. dass der Micha vielleicht mal kurz nachher noch reingesprungen kommt. Das weiß ich nicht. Dann können wir uns mal aufklären. Aber wenn ihr mal hier so die Franks hier, die beiden Franks mal zum Anfassen haben wollt, dann bucht mal den Samstag da bei Michael in der Schule da, ne? Da dürfte einiges geboten sein. Auf jeden Fall. Das wird, glaube ich, ganz interessant. Und nicht nur jetzt die ganzen Vorträge, sondern auch nebendran werden wir uns viel Zeit nehmen, uns ein bisschen zu unterhalten mit allen Leuten. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Das war auf der Utopia, auf der Fotopia, Utopia, auf der Fotopia war es dann auch super bei dir auf dem Stand. Erstmal diese Vorträge, ja, aber dann das Drumherum mit den ganzen Leuten fand ich echt cool, ne? Ja, auf jeden Fall. Können wir. Du weißt ja, ich habe da wenig von mitbekommen, leider. So, aber ich habe natürlich gesehen, was da so los war. Und ja, das war sicher eine gute Sache. Ja, guck mal, jetzt weißt du, da habe ich doch das richtige Riecherchen gehabt. Ja, Lichtfängerin ist der erstaunlich. Zweitkanal von der Andrea. Erstaunlich. Okay, die Andrea ist, glaube ich, auch beim Micha auf Ja, dem. genau. Genau, und hier hat der Andi schon geschrieben, heute ist von OM System ein neues Objektiv rausgekommen. Das stimmt. Sagt dir das was? Ja, das sagt mir natürlich was, aber also Andi, um das gleich dazu zu sagen, ich habe das Objektiv nicht in der Hand gehabt und ich will auch ehrlich sein, ich habe auch nicht mehr als die Veröffentlichung gelesen heute, aus einem ganz einfachen Grund, ich hatte keine Zeit für den ganzen YouTube-Kram, der heute so gelaufen ist. Ich bin ja auch nicht so der Makrofotograf und bei der offiziellen Veranstaltung zum Objektiv, also vorab, wo die Ambassadore gebrieft wurden, hatte ich keine Zeit, weil da war ich auf einem Ambassador-Meeting in Portugal für F-Stop und ich wollte mich ungern auf einem Fotografen-Event bei einer anderen Firma in so ein, ich sag mal, Vorveröffentlichungs-Event von OM System einloggen und womöglich guckt da jemand anders rein. Das wäre sicher ungeschickt gewesen. Insofern Ja, auf jeden Fall. weiß auch nicht mehr, als in der Pressemitteilung und in Veröffentlichung heute rausgekommen ist. Aber es ist ein 90 mm Makro, das heißt 180 mm kleinbildäquivalenter Bildwinkel mit eingebautem Stabilisator, Blende 3,5, Spritz- und Wasser- und Staubgeschützt natürlich wie immer, die Pro-Objektive. Heißt, ihr könnt das wirklich unter härtesten Einsatz benutzen. Kompensation, glaube ich, von 7 F-Stops, was Verwackeln betrifft. Und was ist noch? Ich glaube, Abbildungsmaßstab. Genau, das ist das Besondere. Abbildungsmaßstab 4 zu 1, weil man die Olympus Telekonverter noch dazwischen schalten kann. Genauso. Ich glaube, das ist so das Wesentliche.
Das sind alles für mich chinesische Dörfer, böhmische Dörfer oder whatever, aber egal, wie auch immer, auf jeden Fall interessantes Objektiv. Und der Andi hat natürlich schon, und ich glaube, du kriegst die 30.000. Also ich habe da ein gutes Gefühl, das könnte funktionieren. Ja, Mit, ich sag so, könnte. wie es ist, Frank. Wenn das nicht passiert, dann weint hier Na, keiner. dann ist es auch nicht schlimm. Ne? Das ist überhaupt gar keine Frage. Und ja, du warst in Portugal, genau. Ja. Ja, dann kommen wir direkt mal auf Portugal zum Sprechen, weil das sah ganz gut chillt aus. Ne? Also erstmal baut die Firma ganz gute Rucksäcke, soweit ich gehört habe. Ich hörte auch davon, ja. Ne? Nicht jetzt ganz, nicht ganz im niederpreisigen Segment, aber schon wirklich langlebig und gut. Ne? Also ich kenne da den einen oder anderen, der so einen hat. Ja. Und Portugal war gechillt. Lissabon, war der Lissabon? Wir waren an der Küste, kurz vor Nazaré, das heißt so eine gute Autostunde nördlich von Lissabon. Ah, okay. Nazaré kennen ja viele, die so Wellenreiten und sowas kennen. Ne? Also da ist ja dieser wahnsinnige Strand mit dieser heftigen Dunung. Also Ja, Atlantik halt, ne? genau. Ja. Ich glaube, bei den F-Stop-Rucksäcken oder bei den F-Stop-Produkten ist es das so. Also gerade die aus der Mountain Series, das heißt die Hochpreisigen, von denen du gerade sprichst, ich meine, da gibt die Firma 20 Jahre Garantie drauf. Ja, Das Wahnsinn. sagt ja auch was dazu aus. Ja? Das heißt, du kaufst diesen Rucksack und hast halt ein nachhaltiges Produkt. Ich bin halt der Meinung, das gilt halt heute häufig leider. Viele kaufen halt billigen Krempel und schmeißen ihn weg. Und das ist halt das am wenigsten Nachhaltige auf dieser Welt. Das Nachhaltigste ist, Dinge kaufen, die lange halten und dann auch lange benutzen. Also sprich, Autos totfahren, bis sie wirklich tot sind und so weiter. Ne? Und nicht alles immer sofort auf den Schrott oder in den gelben Sack und dann das nächste kaufen. Das ist halt einfach das am wenigsten Nachhaltige. So, egal. Ja, ich war in Portugal, das war sehr gechillt. Es war lass mich mal überlegen, ich glaube von Donnerstag bis Sonntag, genau. Ja, wir hatten so ein paar, die Geschäftsführung von F-Stop war da. Und Marketing und Kundenservice und so. Und wir hatten so ein paar Events rund um neue Produkte und wie können wir im Ambassador-Programm noch besser zusammenarbeiten und kooperieren und so weiter. Aber wir haben uns natürlich auch spaßige Zeiten genommen und gegenseitig ein bisschen Content kreiert. Und das, was man dann so macht, ne? So, wenn man mit gechillten Menschen unterwegs ist, die auch alle fotografieren und filmen wollen, dann, klar, dann machst du halt auch, da fotografierst und filmst du auch, logisch. So. Ja, das sah auch ganz nett aus da und war ein bisschen neidisch gewesen. Denn Leute, keine Angst, es gibt auch Drohnen-Content heute in dem Livestream. Da kann da kein Livestream von Frankie, wo nicht wenigstens mal über Drohnen gesprochen wird. Du hast die Drohne mit, ne? Glaube Ja, ich. ja, ja. Ich bin aber Und tatsächlich nur einen Tag geflogen, genau, aber weil es danach zu windig war für die drei. okay. Aber ja, aber genau, die Drohne hatte ich auch mit. Und wir hatten jemanden dabei, ja, unfassbar, so einen 21-jährigen Dude aus UK, der, ich habe gestern einen Podcast aufgenommen, habe ich schon erzählt, und im Insta-Live auch schon. Ich muss mal kurz überlegen, der fotografiert mit Nikon, der hat eine Nikon Z9 und filmt überwiegend mit ihr. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, ich glaube, sein Vater ist sowas ähnlich wie Generalimporteur Nikon in UK oder sowas. Und der hat, seit er 3 ist, fotografiert er, seit er 8 ist, filmt er, ist jetzt Oh. 21. Ich glaube, mit 14 hat er das erste Mal kommerziell gefilmt und heute filmt er Automotive überwiegend. Also sprich, Oh. kommerzielle Werbespots für Automobilhersteller. Da kann man sich Oh, das ist vorstellen, so aber ein schon mal, 21-Jähriger, ne, das ist ein der macht großes den Kino, F-Stop ne? aus. Genau, der macht den F-Stop auf, da hatte er 3 Drohnen drin. Das war, ich sag mal. Wahrscheinlich eine FPV-Drohne, ne? Mit Auto. Ja, genau. Hier Mavic 3 Pro natürlich. So, eine Ja, große. klar. So. Und noch irgendwas, habe ich nicht so genau drauf geguckt. Und der filmte halt einen verrückten Kram, wo du sagst, okay, ja, ich bin ein alter weißer Mann, es hilft ja jetzt nichts. Das kann ich nicht mehr lernen, was der Junge macht. Na, sag das nicht. Na, sag das nicht. Aber die haben natürlich schon eine andere Herangehensweise, weil die filmen nicht nur für, sagen wir mal, unsere Vlogs auf YouTube, sondern ja, wenn, also du musst schon spektakuläre Sachen machen, wenn du heutzutage, gerade diese FPV-Geschichten, also seit dem FPV-Drohnen aus dem Consumer-Bereich auch gibt, sage ich jetzt mal, die von DJI, kannst du natürlich extrem Avatar. geile Aufnahmen mit Autos machen und aus der Bewegung raus. Und wenn du damit gut fliegen kannst, ne, dann macht schon was aus. Und reizt dich eigentlich, du hast die Mini 3 Pro, ne, richtig? Ich habe die Mini 3 Pro und eine Mavic 2 Pro.
Eine Mavic 2. Die Mini 3 Pro ist natürlich die ideale Reisedrohne, sage ich jetzt Auf einfach jeden mal, Fall. von der Auf jeden Größe Fall. her, ne? Ja, auf Und jeden vom Fall. Preis-Leistungs-Verhältnis und von der Leistung her ist sie top. Aber reizt dich nicht die Mavic 3, zumindest Classic eventuell, die Alone? Du könntest es ja mit der Fernbedienung von der Mini 3 Pro auch fliegen, weil die hat ja auch einen Micro Four Thirds Sensor drin. Reizt sie dich? Ja, pass auf, jetzt versuche ich da ein bisschen auszuholen. Ja, mach das mal. Also, die Mavic 2 Pro habe ich im Frühjahr, ich glaube im Mai, in der Toskana gegen den Brückenpfeiler geschallert. Und dann ist sie Ja. zu DJI gegangen, zur Reparatur, und dann ist eine, ich sag's wie es ist, nagelneue Drohne zurückgekommen, allerdings mit demselben Typenschild, mit meiner alten Nummer. Aber es ist eine nagelneue Drohne, das weiß ich ganz genau, weil ich sehe, wie sie aussieht und ich weiß, wie meine aussah. Ja. So, und seitdem hat sie keine Flugminute. Also ich habe da, stimmt nicht. Sie ist 2 Minuten geflogen, weil ich geguckt habe, ob sie überhaupt wieder fliegt. So, aber mehr nicht. Weil da, ich hatte parallel, weil mir eigentlich klar war, das wird teuer, die zu reparieren, oder es geht vielleicht gar nicht. Und da kam gerade die Mini 3 Pro raus, hatte die bestellt. Und da der Smart Controller, der Zweier, Mavic 2, ja nicht an der Mini 3 geht, was, naja, ist egal, worüber man sich ärgern kann oder eben auch nicht, bin ich seitdem mit dem Ding nicht geflogen. Und ich habe ja mal zu Beginn, also 2015, glaube ich, 14 oder 15 Micro Four Thirds gekauft, wegen der Kompaktheit. Und so geht es mir mit der Drohne auch. Ich möchte nicht mehr so einen Riesenklotz mitnehmen. Ich weiß auch nicht wofür. Weil wenn ich da nicht fliegen kann, fliege ich nicht. Ich bin kein Drohnenpilot, weißt du? Also ich nehme das mit und fliege gerne mal irgendwo ein bisschen hin und mache ein bisschen Content von oben oder so. Aber tatsächlich, eine größere Drohne reizt mich im Moment 0,0. Sonst hätte ich die Avatar gekauft. Aber da sie nicht foldable ist, ist sie so groß, dass ich ja, sie wahrscheinlich nicht mitnehmen werde. Und deswegen, Ja, auch die ja. Avatar, wenn du eh nicht so viel Zeit hast, du musst schon mit dem FPV musst du ganz schön viel Zeit investieren. Ne? Ja. Deshalb habe ich das auch noch gar nicht angefangen, weil ich weiß ganz genau, da müsste ich richtig viel Zeit investieren, bis ich Ergebnisse erziele, die mich dann, sagen wir mal, zufriedenstellen. Bei der Mavic 3 Classic, sage ich jetzt mal, wäre es halt nur interessant, wenn ich halt viel mit der Drohne fotografieren würde. Ne? Ich weiß, dass hier der Dronefly Switzerland, der hat Ja, die. ja. Ja, der hat die, der macht auch ziemlich geile Fotos. Ich bin mir auch momentan, und jetzt, ich habe auch immer mal wieder so das Verlangen, die in den Warenkorb zu schieben, ne? So nach dem Motto, weil die auch zertifiziert ist und man auch ganz gut in Deutschland damit fliegen kann. Ja, und Aber, weil sie eben hovert, ne? In dem Moment, wo du die Strippe loslässt, hovert sie halt. Und das ist natürlich ideal. Das wie gesagt, mit dieser Micro Four Thirds, da würde mich schon interessieren, aber im Grunde genommen hast du vollkommen recht. Also bei mir ist ja sowieso, dass ich auf dem Sprung dann Ende des Jahres nach Washington bin. Nehme ich die dicke Drohne da mit? Nein, dann nehme ich nur die Mini 3 Pro mit. So, fertig. Weil das ist da auch sowieso mal wesentlich einfacher und die macht natürlich trotzdem ziemlich gute, sehr gute Ergebnisse auch. Ne? Das muss man einfach sagen. Ja, und guck mal hier, ich habe hier mal auf den Tisch gelegt. Kannst du mal ins Querformat gehen, in die Ja, Querformatansicht, Moment. Ja. bevor ich hier umschalte. So, guck mal hier. Hier drin habe ich alles. Den Smart Controller, die Drohne, 3 Akkus, das Ladegerät, das Filterset, ist alles hier in dieser Tasche, in der Cozy-Speed-Tasche. Das heißt, ich habe hier um die Hüfte gewickelt, alles dabei, was mit der Mini 3 Pro zu transportieren ist. Und das habe ich eben mit. Und das hätte ich bei der Mavic 3 sicher nicht. Da würde ich immer überlegen, nimmst du jetzt ein Objektiv mehr mit oder die Kamera oder nicht? Oder gehst du nur zum Drohnenfliegen? Und das ist halt hier der Grund, weshalb ich im Moment gar kein Verlangen danach habe, wieder ein größeres Gerät zu kaufen. Ja, Holger schreibt auch schon, kaufst du eine neue Drohne hier traditionsgemäß. Das kann natürlich passieren, wenn die da die, was weiß ich, Mini 4 rausbringen oder keine Ahnung, was da welche natürlich einen Lustkauf tätigen, da ist ja ganz klar. Die Mini 3 habe ich ja auch in den USA gekauft damals. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war ganz lustig. Ich habe noch Da war einen noch. Hinweis an Sven. Ich sehe das hier eben von Sven. Also oben hatte jemand empfohlen, dass ich Sven mit Genau. OM System in Verbindung bringen soll und so weiter, wenn ich Ja. Kontakte hätte. Und Sven hat darauf geantwortet, ist, Sven, ich glaube, du täuschst dich. Wenn du Makrofotograf mit Kleinbild bist, und das weiß ich nicht, ich kenne dich dazu zu wenig und dein Kanal auch zu wenig, dann glaube ich, dann täuschst du dich, was du aus der Hand mit einem Makro, und ich habe ein 1:1 Makro von OM System, was du aus der Hand mit so einem Ding produzieren kannst, weil es eben stabilisiert ist und das Ding so stabilisiert ist und du internes Fokus-Stacking hast. Ich glaube, du täuschst dich. Da geht einiges, auch bei 4:1. Ich So, glaube, aber der Sven ist auch auf OM.
Der kommt aus Mannheim, aus Darmstadt, aus der Gegend. Mit Okay. dem werde ich mich auch demnächst irgendwo mal treffen. Okay. Der ist, glaube ich, auch mit MFT unterwegs, meine Okay. ich. Müsstest du mal. Es wäre auch interessant, connectet euch mal. Sein YouTube-Kanal hat auch so um die 10.000 und der ist auch, ja, OM, glaube ich, hat er. Okay, Macht auch viel, der macht das allerdings wusste auch ich, das wusste viel. ich nicht. Ja. Genau, Sven, schick mir eine E-Mail an Ja. frank@bestefotoschulevonwelt.de. Connectet euch mal. Genau, die OM1 hat der, glaube ich. Genau. Ah, Also okay. Ja, gut. mit den Sven werde ich auch hoffentlich noch, bevor ich wieder weg bin, irgendwann mal treffen. Das ist ja nicht so weit von mir. Und der Mike ist auch da. Grüß dich, Ja, grüß dich, Mike. Mike. Schöne Grüße nach Genau. Mecklenburg-Vorpommern. Mike hat auch einen F-Stop-Rucksack, das weiß ich ganz genau. Hat er mir mal Ja, ich auch. vorgeschwärmt. Den großen roten, so einen großen roten. Ja, Wo so ein kleines Haus reingeht oder so. ich glaube, Mike hat den Tiloper. Ich habe nur den Aschner, also Ja. den quasi zweitgrößten Rot. So, ich glaube, Fragen haben wir soweit keine. Wir waren jetzt drohnetechnisch. Hier, da haben wir ein bisschen Drohne noch. Kostentechnisch sehe ich die R2. Ja. Die R2S ist eine super geile Drohne, immer noch. Aber ich glaube nicht, dass sie eine Zertifizierung noch nachträglich bekommen wird. Mittlerweile bin ich hoffnungslos. Die macht richtig, richtig guten Content. Und eventuell nehme ich die vielleicht auch mit in die USA. Mal gucken, weil die wirklich richtig gut mit dem 1-Zoll-Sensor arbeitet und so ein Mittelding aus, sag mal, Kompaktheit und den großen Drohnen ist. Also finde ich schon. Wäre interessant zu erfahren, wenn da eine Nachfolger gibt von, was dann passiert. Was die da reinbauen. Vielleicht ein MFT-Sensor in der Größe? Das wäre doch cool, oder? Das wäre auf alle Fälle geil. Dann könnte man nochmal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich liebe auch diese Kompaktheit, wo du gesagt hast, hier die Cozy Speed-Tasche da. Einfach, ich habe die letzte einfach, wie ich im Wald war, wo ich die Propeller da zersägt habe, ne, hatte ich gar keine Tasche dabei. Die habe ich einfach in die Jackentasche gesteckt und mir diesen Controller umgehangen mit so einem Band. Ich habe mir so ein Band besorgt, bin dann los und hatte natürlich keine Propeller dabei zum Wechseln. Muss dann extra nochmal heimfahren. Und damit ich das Video noch beenden konnte. Also das ist schon echt geil, wenn man die Drohne einfach so in die Jackentasche stecken kann. Das ist schon echt, echt cool. Jo, so, Fragen über Drohnen oder OM-Systems oder Workshops, Fotoreisen oder sowas. Zu Fotoreisen kommen wir sowieso noch. Ich hab noch eine Frage. Allerdings waren wir noch nicht ganz fertig mit Privat, weil du Ich warst ja weiß. nicht immer Fotograf und Fotoschulbesitzer oder sowas. Du Aber warst ja schon sehr mal lange. in dem früheren Leben, was hast du dann früher gearbeitet? Oder sagen wir mal so, machen wir anders. Wie bist du zur Fotografie gekommen? Wie ist Boah. dein Werdegang gewesen? Wie Das kamst du ist zur ja, Fotografie? noch schlimmer, als was hättest du früher gearbeitet. Warte, also ich denke, die ersten eigenen Fotos habe ich gemacht mit 5, tippe ich mal. Ja, aber so richtig verrückt geworden danach. So, und dann habe ich irgendwann in der Grundschule einen Fotokurs gemacht, also so mit Schwarz-Weiß belichten und so weiter. Und habe dann das erste Mal mit so einer Sucherkamera selber fotografiert. Also da machte die Agfa Ritzratsch keinen Sinn mehr, weil die konnte man schlecht entwickeln, diese Filme, so, weil die in diesen Kassetten waren. So, also habe ich dann auf Kleinbild das erste Mal fotografiert. Viel in Schwarz-Weiß und auch viel entwickelt und so weiter. So bin ich eigentlich zum Fotografieren gekommen. Das ist also, ich sag mal, 25 Jahre her so ungefähr. Oder vielleicht auch einen Ticken länger, kann sein. So. Und ja, und dann gab es noch mal eine Pause. So, ich sag mal, es gab mal eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel Sport gemacht habe und sehr wenig Zeit auch hatte und Ausbildung und so weiter. Darf ich mal fragen, was du für einen Sport gemacht hast? Auch das Problem ist tatsächlich, ich habe immer alles entweder 100 oder 0 gemacht, egal was im Leben. Und ich habe sehr viel Handball gespielt, dann Badminton Oh, und dann habe Handball. ich. Genau, und dann habe ich sehr viel im Studio trainiert. Warte mal, ich gucke mal hier ganz kurz. Ich muss ja hier schauen, dass ich nicht so das Dulzige umschalte. Also, wenn du heute so guckst, würdest du sagen: Ja, bin so einigermaßen normal. Ja? Aber als ich 17 war, wog ich bei 1,91 irgendwas so bei rund 75 Kilo. Ich konnte also meine Arme und meine Beine in der Flasche waschen. Und habe dann jahrelang 7-mal die Woche trainiert. Also wenn ich in Urlaub gefahren bin, habe ich ein Fitnessstudio gesucht mit Flugzeiten, die dazu passten, dass ich vor Ort noch trainieren konnte. Also ich hätte nie einen Flug genommen, der so liegt, dass das Studio im Hotel zu hat, wenn du anreist. Also weil ich habe jeden Tag trainiert, ganz normal. Also wie ein Verrückter auch.
Es war gerade auch in Portugal Thema, weil da waren auch viele, die sehr viel Sport machten da. Also ich habe zum Schluss irgendwann so mit 25 150 Kilo 12 auf der Bank gedrückt. Und das ohne Spritzen. Also nur mit Essen und trainieren. Ja, mein Sohn ist genauso drauf, so ein bisschen, nicht ganz so extrem, aber so ähnlich ist er auch drauf. So, und dann bin ich sehr viel Rad gefahren, auch wie ein Verrückter. Also in manchen Saisons 30.000 bis 40.000 Kilometer. Ach du Also lieber Gott. wirklich wie ein bekloppter Rad gefahren. So, also ich habe immer Sa Sachen sehr, sehr verrückt, immer ganz oder gar nicht gemacht. So, und lange Rede, wenig Sinn, habe dann irgendwann kurz vor der Jahrtausendwende habe ich die erste digitale Kamera gekauft. Weil da war mir so danach, ach, vielleicht mal wieder ein bisschen fotografieren und dieses Belichten und Ausentwickeln und Was so war macht mir das für alles eine? keinen Kannst Sinn. du dich noch erinnern? Ja, das kann ich sagen, aber ich weiß das Modell nicht. Es war eine Sony-Kompaktkamera, die hatte 2,1 Megapixel, sah aus wie so eine überdimensionierte Zigarettenschachtel, hatte oben so einen schwenkbaren Rotorkopf, so einen komischen. Ja. Kostete, ich glaube, 2000 Mark, sage ich jetzt mal. So. Genau, das war das Erste, was ich gekauft habe. Ich glaube, 99 oder so. Habe ich irgendwann Anfang der 2000er ein paar Olympus-Kameras gekauft, ein bisschen was Größeres. Und dann irgendwann zu Canon 2003, glaube ich. So, und dann ging das, plätscherte das so vor sich hin. Da habe ich halt sehr, sehr viel fotografiert tatsächlich. Du hast aber dann noch nicht die Fotoschule gehabt. Du hast ja ganz normal gearbeitet als. Ich hatte tatsächlich die ersten Workshops 2002 oder 2003 gegeben, das weiß ich heute nicht mehr ganz genau, aber ich habe normal gearbeitet als Ingenieur. Als Ingenieur. In welchem Bereich? Auch das ist kompliziert. Also eine Ausbildung habe ich eigentlich, die hieß in Hamburg Produktionstechnik, war aber eher Wirtschaftsingenieurwesen-mäßig, konnte aber nicht so genannt werden, weil es gab in Hamburg schon einen hochschulübergreifenden Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen und wir waren an der Fachhochschule. Insofern hießen wir Produktionstechnik, aber ich hatte fast 65% nicht technische Fächer. Das heißt, ich habe wirklich sehr viel, sehr, sehr wenig zur Produktion gewusst, aber sehr viel zu allem möglichen anderen Zeug. Und habe daraus ist entstanden, dass ich in dem Bereich Verpackung gelandet bin, und habe als, ich würde heute nicht sagen Verpackungsingenieur gearbeitet, weil das Quatsch ist, weil tatsächlich es Kollegen gab, die da studiert hatten in Berlin. Aber ich habe erst ein Labor geleitet, da haben wir sehr viel Verpackungssimulation gemacht, also so LKW-Fahrten und runterfallende Paletten und sowas simuliert, einfach um zu gucken, ob das Zeug heil bleibt und war noch zertifiziert und akkreditiert und so weiter. Und dann habe ich irgendwann eine Abteilung bei einem Hamburger Konzern geleitet, die Verpackung für den Konzern gemacht hat, für die Produkte des Konzerns. Ja, genau. Dann warst du ja eigentlich in einem guten Job, sicher, und hast dann irgendwann gedacht, ich weiß jetzt nicht, wie lange es jetzt die Fotoschule gibt, wann du dich selbstständig gemacht hast, hast du gedacht, ach, weißt du, mach da dein Hobby zum Beruf oder sowas? Hast du das Ja, gedacht ein oder hast du bisschen so lieber, ähnlich. hast du Ja. anders gedacht? Ja, so ein bisschen so ähnlich ist es vielleicht gelaufen. Also, wie gesagt, irgendwann 2003 oder sowas hatte ich sehr viele Hamburger Nachtaufnahmen im Netz. Das war ja sehr viel schwieriger als heute, weil ich hatte die erste Canon, die ich hatte, war eine D60, genau D60. Ich glaube, die hat 8200 D-Mark gekostet oder sowas oder 6400 oder sowas. Also was ganz, ganz Verrücktes, so mit 6 Megapixel. Aber die hatte ja nur einen Dynamikumfang von 6 Blenden. Das heißt, wenn du eine Nachtaufnahme gemacht hast, also selbst zur blauen Stunde, dann hast du halt damals schon 4 oder 5 oder 6 oder 8 Belichtungen machen müssen. Und es gab ja keine HDR-Funktion. Das heißt, du hast dann hinterher in Photoshop CS2 das durchmaskiert, also über die Ebenen. So. Und das sorgt halt dafür, dass Menschen sagen, Mensch, kannst du mir zeigen, wie das geht? Und so fing das eigentlich an, muss man sagen. So fing das an. Dann habe ich sehr viele Menschen mitgenommen, immer wieder hier und da und dort und dann auch jeden Abend und dann litt auch Privatleben natürlich und so darunter. Und dann irgendwann hat immer der Erste gesagt, ich würde ja auch dafür bezahlen. So, und so kam das mal. Und da habe ich das sehr lange nebenbei gemacht. Aber es war natürlich irgendwann klar, besonders meinem Umfeld, mir nicht. Ich sage es, wie es ist, mir war es nicht klar, aber mein Umfeld war klar, dass das, was ich tat, jetzt nicht der Schlauste war, weil ich habe halt einfach an den Wochenenden Workshops gegeben, immer im Jahresurlaub zum Großteil in der Gegend rumgereist, mit Menschen oder auch ohne, um Reisen mit Fotofreunden vorzubereiten. Und habe dann eine Abteilung geleitet mit zig Mitarbeitern, die auch Bedürfnisse hatten und auch das Unternehmen hatte natürlich Anforderungen. So. Und dann kam irgendwann der Zeitpunkt, wo mir selber klar wurde, das kann ich so nicht weitermachen. Also nicht bis zur Rente, aber ich wollte halt 50 werden, weißt du? So. Und habe dann irgendwann gesagt, ich kündige. Also die Fotoschule gab es schon lange nebenbei, aber die hatte einen ganz anderen Umfang, als sie dann irgendwann annahm, klar. Ein Schritt, den man wirklich, wo man vielleicht auch mal schlaflose Nächte hatte oder so.
Tja, ja, auch. Aber auch ein Schritt, wo ich sagen würde, es hat mir natürlich auch Freiheit beschert, weißt du? Also ich glaube, das ist immer schwer zu verstehen, aber ich arbeitete halt einfach so 10 bis 12 Stunden im Laden und ließ die Pferdchen galoppieren und sorgte dafür, dass die Unternehmensergebnisse passten und habe dann halt danach hier gearbeitet und am Wochenende. Und mir war natürlich relativ schnell klar, dass wenn ich sehr viel Zeit hierin investieren würde, dass ich dann auch hier noch viel mehr wuppen können könnte. Und gleichzeitig war mir aber auch klar, dass natürlich Geld allein nicht glücklich macht. Ja, klar, der Job war gut bezahlt. Also da hätte man jetzt auch versuchen können, bis zur Rente zu sitzen und dann mit einer riesigen Rente in Rente zu gehen. Aber es hat mir einfach auch gar keinen Spaß mehr gemacht. Ja, also dann war es schon so ein bisschen Hobby zum Beruf gemacht, ne? Ja, klar. Wir müssen mal kurz in den Chat reingehen. Und zwar hat der Kairo hat eine kurze Frage, die kann ich aber ganz schnell beantworten. Nee, ich habe kein Video zum iPad M1 gemacht, habe ich nicht. Aber der Holger hat das iPad M1, das weiß ich. Und ich glaube auch nicht, dass du damit einen Fehler machst, wenn du das jetzt im Warenkorb hast. Also wenn du einen Anwendungsfall für dieses iPad hast, weil grundsätzlich ist dieses iPad M1 schon ein ganz schön überdimensioniertes Gerät, ne? Wenn du damit nur Netflix gucken willst, dann reicht auch dieses normale iPad Air oder whatever. Wenn du da mit ein bisschen LumaFusion oder auch hier Photoshop, läuft mittlerweile auch gar nicht so schlecht auf dem iPad, wenn du es im Warenkorb habt, dann bestellst es einfach. Du kannst es ja auch wieder zurückschicken bei nicht gefallen. Ne? Also das ist ja heutzutage kein Problem mehr. Und der Holger fragt, das hast du mir eben auch schon mal beantwortet, da waren wir noch nicht live, wie viele Kameras du da hast, ob du den Atem Mini hast. Du hast ja Ich habe den den Atem großen Mini Atem. Extrem hier, genau, den Extrem. Aber wir haben für die Webinare Atem Minis auch bei den Dozenten stehen, aber auch im Studio steht einer und so. Aber hier steht ein Extrem für 8 Kameras. Im Moment sind aber nur 4 angeschlossen. So, und dann habe LumaFusion ich dann läuft, noch, ja. ich habe noch was gesehen. Hier EV3 wird gefragt, welche Tasche das war. Das war eine Cozy Ah ja. Speed, weiß ich nicht, Outdoor oder sowas, würde ich sagen. Wenn du Kämslinger oder sagst, sowas, kann das sein? genau, ja, Ja. Kämmslinger Outdoor, würde ich sagen, Ja, wahrscheinlich. da bin ich auch schon eine ganze Zeit am Überlegen, ob ich so eine Tasche brauche, weil die sind echt, Ja. echt handy. Die kannst du mit so einem Gurt, kannst du die mit so einem Gürtel um dich hängen, ne? Genau, Ja, genau. die sind schon Wenn ganz du cool. EV3er sagst, ich will da gar nicht alles mitnehmen, weil viele haben ja gar nicht die Anforderung, das Ladegerät mitzunehmen. Also ich habe das FlyMore-Kit, ist klar. So, und habe Ja. deswegen das Ladegerät da drin und das passt da alles wunderbar rein. Es gibt von F-Stop ein Drone-Case für genau die Mini 3 Pro. Das Einzige, was da nicht reinpasst, ist das Ladegerät, wenn du den Smart Controller drin hast. Das heißt, du kannst die Akkus mitnehmen, einen in der Drohne und zwei separat, aber der Ladeklotz passt nicht mehr rein. Das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, weil dieses Ding halt sehr gut in meinen F-Stop-Rucksack reinpasst, weil es hat genau die Abmessung der ICUs, kann also oben schön drauf liegen und hat genau die Grundabmessung. Dann reicht dir vielleicht auch das. Also ich habe das Ladegerät unterwegs noch nie gebraucht. Ich habe allerdings auch 4 Akkus, ne? Also so gesehen. Und ich habe einmal diesen Akku, den es in Deutschland gar nicht gibt, diesen Long-Range-Akku da. Der ist schon ganz cool, wenn man den reinsteckt. Dann ist man zwar nicht mehr unter 250 Gramm, aber man fliegt da schon gemütlich 40 Minuten mit, ne? Fast. Das ist schon cool. Ja. iPad M1 Pro, ja, damit machst du keinen Fehler, Kairol. Das ist überhaupt kein Problem. Du musst halt den Anwendungsfall haben. Sonst sage ich dir einfach, das normale iPad reicht auch. Ja, ganz genau. Ne? Der M1 hat Power ohne Ende. Es gibt ja mittlerweile sogar schon M2. Aber wie gesagt, der M1 hat Power ohne Ende und ich habe ja noch das Pro, das Vorgängermodell, das hat selbst auch noch genug Power. Bei Ja, es ist Perfect Pick. also da darf man ja immer nicht vergessen, darf man immer nicht vergessen, der A in deinem Pro ist, glaube ich, der A16 wahrscheinlich drin, ne? Irgend sowas, Genau. A15 oder 16. Das darf man nicht vergessen, das ist ja dasselbe Chip. Das ist ja der ARM-Chip. Die M's sind ja die ARM-Chips, die von Apple eigen entwickelten quasi Das ist Chipsätze unwesentlich und langsamer wie der M1-Chip. so sieht's Also es aus. ist So sieht's aus. unwesentlich Das ist der langsamer. Vorgänger quasi, der direkte. Und Das ich ist nicht sage zu jetzt unterscheiden einfach, bei Intel und M. ja. Und ganz, das ist auch ein Tipp von mir jetzt. Wenn ihr jetzt unbedingt meint, ihr müsstet die M2-Prozessoren kaufen, müsst ihr nicht. Wenn ihr jetzt einen guten M1 Pro kriegt oder sowas, dann spart ihr echt Geld. Ich habe da auch ein Video drüber gemacht. Dann spart ihr Geld, wenn ihr auf 20 oder 30% Leistung verzichten könnt. Und das ist ne, 20. Oder du hast halt vielleicht, der M2 macht nochmal Sinn, wenn du
sagen wir mal, nur Video rausrenderst, dann hat er noch mal so ein paar Codecs mehr drin, wo dann das ein bisschen schneller geht. Aber wenn es dir egal ist, ob der 4 Minuten braucht oder, sage ich jetzt mal, 2,5, dann ist es eh wurscht. Dann kannst du auch die M1 Pro Generation holen. Ne? Selbst die M1, wenn du jetzt aufs Design nicht achtest und du ein MacBook Air oder ein MacBook Pro M1 kaufst und das günstig kriegst, hast du immer noch richtig gute Leistung. Also Wo ich ein bisschen drauf. ich schneide hier nach wie vor alles mit einem Ja. M1. Das ist das MacBook Pro 13 Zoll. Heute würde ich ein Air kaufen und kein Pro, aber ist egal. Ja, Mit gut. dem M1-Chip, also erste Generation M1. Und damit mache ich alles. Und hier streamen tut im Moment ein Mac Mini in Minimalkonfiguration M1. Du hast aber schon in dem, also was ich auf jeden Fall empfehlen würde, 8 GB RAM, also 16 müssten es dann schon sein. Ne? In Also dem MacBook natürlich schon, klar. da würde ich jetzt sagen, da ist dann mehr, ist dann besser mehr. Ich persönlich mag auch eher eine Terabyte SSD, aber da kann man natürlich mit 512 auch noch ein bisschen was sparen. Dann hängst du halt eine Festplatte dran oder so. Aber ich sage jetzt mal, Terabyte, 16 GB RAM, 1 TB SSD wäre bei mir jetzt so der Minimum, die Minimumkonfiguration. Ne? Ja, also in meinem, Aber gut. genau, in meinem M1 13 Zoll ist 2 Terabyte, 16 GB RAM und der M1. So. Und Ja, das ist also das Speicher. günstigste MacBook, was ich jemals gekauft habe. Das ist günstigste, was ich jemals gekauft habe. Und das leistungsfähigste. Ja, ich habe hier noch ein 2018er Modell, das jetzt verkauft werden will. Ja, bei mir Das auch. hat 3.300 € gekostet und ja, leider Ich der habe hier noch. M1, Ich das habe noch ein M1. 2018er Modell, das hat 5.500 gekostet. Das steht hier auch noch Ja. zum Verkauf. Ja, da muss ich mich jetzt auch mal ransetzen, dass das mal wegkommt. So. Ja, bei Apple sind wir jetzt gelandet. Ja, du weißt ja, wie das hier ist Gut. in deinen Live-Sendungen. Und Genau. mit mir. Aber gut, das ist ja immer ein Thema. Ganz ehrlich, also da muss man einfach mal sagen, du hast ja das MacBook Pro. Ich habe jetzt den Mac Mini M1 hier und ich habe das MacBook Pro M1, also MacBook M1 Pro mit dem 14 Zoll, mit diesem wirklich geilen Bildschirm. Also das ist ein ganz geiles Gerät, das muss man einfach sagen. Und das macht einfach eine Freude, damit Bilder zu bearbeiten und zu schneiden. Also es ist einfach so. Ne? Das macht einfach eine Freude und man wartet nicht und der Lüfter geht nicht an und er stürzt nichts ab. Und deswegen kann ich immer nur sagen, ja, mach das, investiert das. Gut. Genug Apple-Reklame gemacht. Ich muss gleich nochmal die Werbeeinstellung da im Stream aktivieren, dass wir Werbung hier, dass wir Werbung machen dürfen. Fotoreisen, genau, Fotoreisen. Ich habe mir jetzt ein aktuelles, ist noch ein bisschen länger her, ein oder zwei Videos, glaube ich, her, 1,5 Stunden Video aus Georgien angeguckt. Ja, sehr schön. Du bist der eine Zuschauer, der das geguckt hat. Ne? Da sage ich jetzt auch mal was zu. Das ist einfach eine Frechheit, dass da einfach so wenig Klicks drauf sind. Das ist einfach. Aber es geht mir genauso, Frank. Du Ja. machst ein Video, es ist wunderbar. Und hast dann, sagen wir mal, ja, wir wollen ja nicht meckern oder so, ne? Hast dann aber ein Drittel oder noch viel mehr, weniger Klicks drauf, wie wenn du die Drohne gegen den Baum fliegst oder so, ne? Es ist leider so, wie es ist, ne? Ja, warte, ich guck mal tagesaktuell nach, was sie da haben. Also es ärgert mich nicht mehr ganz so doll. Ich sag dir auch, warum gleich. Aber Ja. natürlich in dem Moment, wo du so guckst, es hat 1241 Abrufe und so eine ganz normale Ja. Bildbesprechung, die ich in einer Stunde produziere mit allem drum und dran und hochladen hat 2000. So, also. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn einer das Bild, der guckt sich an, 1,5 Stunden Video, eine Stunde 50, ne, das guckst du halt nicht mal gerade so. Es kann natürlich daran liegen, dass sich da die Fans halt sagen, okay, das hebe ich mir auf, guck das irgendwann. Aber wenn du, ich glaube, wenn du schnell mehr Klicks hättest du erzielt, wenn das Ding in, sagen wir mal, 4 Teile aufgeteilt hättest. So Ja, aber ungefähr. dann macht es mir noch mehr Arbeit. Ja, Und ich sage, natürlich. ich mache es ja für zwei Dinge. Für Ja. meine eigene Erinnerung und die derer, die da mitgereist sind. So. Und die, die da mitgereist sind, was glaubst du, dass die sich freuen, wenn es dann so einen Vlog gibt? Ja? Ist alles in Ordnung? Frank, ist alles gut? Also ich kann dich nicht mehr hören. Okay. Schreibt doch mal in den Chat, könnt ihr den Frank noch hören? Oder könnt ihr mich noch hören? Oder könnt ihr beide hören? Oder wen hört ihr noch?
Was ist los? Tja, Frankie ist raus, ja. Wir hören nur Hamburg. Okay, dann kann ich ja erstmal weiterreden. Der Frank, ich So. glaube, hört mich nicht. Ah, Ja. ja, wir hören dich wieder. Ja, das Problem, meine AirPods verbinden sich manchmal automatisch mit dem iPad, was hier nebendran steht. Ist Das klar, darf nicht kenne sein. ich. Deshalb muss ich da jetzt mal gerade Bluetooth ausstellen. So, zack. Und dann ist das erledigt. So. So, also ich mache das ja für mich und für die, die mitgereist sind. Und die freuen sich natürlich wie Sau, dass es das gibt. Ja? Und so. Und natürlich auch, um so ein bisschen Content zu erzeugen. Klar, das spielt auch eine Rolle. Und natürlich gibt es so Tage, wo du denkst, Mensch, das könnte einfach viel, viel Ja. besser laufen. Ja, aber ja, es ist, wie es ist. Ich bin einigermaßen entspannt damit mittlerweile. Weil wenn man das nicht wollte, dann müsste man halt immer so Sachen machen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ich habe mal vor 2 Jahren mitten in der Pandemie, da bin ich jetzt im März oder sowas nach Island gereist, mit Quarantäne und allem drum und dran auf Island und habe ein Video gemacht, ich wandere aus. Ja gut, das hat natürlich Massen an Klicks. So, mit so einem Titel. Aber das ergibt ja keinen Sinn, weißt du? Also das ist so zum Rumspielen und Probieren ganz witzig gewesen, aber natürlich für eine Ernsthaftigkeit natürlich nicht. Und natürlich könnte man sich jedes Mal irgendwas ausdenken und irgendwie noch einen Titel machen, der noch mehr reißerischer ist und so weiter. Aber nein, nicht meins. Ja, also sag mal so, das hat natürlich schon ein bisschen mehr verdient wie die 1200 Klicks da, ne? Weil wenn du einen Kanal hast mit 25.000, sag mal, aber das wird vielleicht über die Zeit schon noch ein paar generieren, ne? Aber Das es kann wird schon halt nicht sein, ja. gerankt. Die werden halt nicht gerankt, die Dinger. Ich habe manchmal, wie gesagt, wenn du fliegst eine Drohne gegen den Baum, ne? Ja. Dann geht das verhältnismäßig schnell hoch, wird oben irgendwo in die YouTube oben gerankt und dann hast du auf einmal Klicks ohne Ende auf einen Schlag, ne? Das ist unglaublich. Das passiert natürlich nicht beim so einem, oder, so einem Reisevideo halt so. Das passiert Ja, einfach nicht. Ne? klar. Aber ja, genau, Holger. Da haben wir eben schon in der Pre-Show drüber gesprochen, dass das durchaus auch ein Mikrofon für mich sein könnte. Das Shure. Jo. Also. Aber wie gesagt, die Reisen sind trotzdem faszinierend und Georgien ist faszinierend. Georgien hat mich ein bisschen erinnert. Ich habe es auch, glaube ich, drunter geschrieben. Ich war ja mal in Albanien gewesen und in Ja, Mazedonien. Das ist so ein ja. bisschen, das ist nicht gleich, kannst nicht vergleichen, sind schon unterschiedliche Kulturen, aber so von dem Vibe da in dem Land, was noch nicht so ganz modern ist, noch viel altertümlich und auch auf dem Land und so, ne, das hat dann ist schon so ähnlich. Und das ist ja für mich eine tolle Geschichte, so ein Land zu bereisen, bevor es dann, ich sage jetzt mal, europäisch wird, ne? Oder Mainstream und alle dahin wollen. Oder Mainstream, genau. Weil die Ja. Landschaft da, ne, der Gletscher, der ist schon Ja, du bist halt einfach, beeindruckend, ne? ja, auf jeden Fall. Und das Video, was du gesehen hast, ist ja das Rundreisevideo, das heißt, es ist die Septemberreise. Das ist ja eher noch, ich sag mal, touristisch erschlossen. Im Sommer fahren wir ja nach Tusheti, da gibt es auch einen Block von Zug, dauert auch 1,5 Stunden. Also, wenn ihr sehr viel kalte Februarabende habt, dann guckt das gerne an. Da ist es ja noch viel, viel einsamer. Es sind ist eine Region in Georgien, wo die Menschen nur wie heißt das hier, im Sommer auf den Almen sind. Da laufen die Viehherden, also Pferde, Kühe, Schafe, frei, ohne Zäune. Ja, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, so als Mitteleuropäer. Und die Holzhütten sind halt im Winter eingeschneit und im Sommer machen die wieder fit und dann kann man da wohnen und bei denen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. So, nichtsdestotrotz, es ist insgesamt ein faszinierendes Land. Ich bin auch sehr, will ich sagen, verliebt in das Land, aber ja, ich fühle mich schon stark verbunden damit. Das Coole ist halt, wir haben doch eine sehr ähnliche Kultur. Das heißt, du bist ja im zweitältesten christlichen Land der Welt. Nach Armenien. Ich glaube, Armenien ist das älteste christliche Land der Welt und liegt ja gleich nebenan. Und bist halt von Christen umgeben, aber gleichzeitig ist es trotzdem so, dass die Menschen super offen sind, obwohl das streng orthodoxe Christen sind, sind die super, super offen und wirst immer und überall eingeladen, egal wo du hinkommst, kommt irgendjemand und sagt, willst nicht reinkommen und Kaffee trinken und so. Und das fasziniert mich einfach, weil
uns beiden, Frank, ist ja klar, was, wie wir das handeln würden oder wie viele auch, die hier zugucken, und ich möchte es keinem unterstellen, aber wie viele hier in Mitteleuropa das handeln würden, wenn bei dir im Vorgarten plötzlich eine georgische Fotoreisegruppe steht und fotografiert bei dir durchs Fenster rein. Dann rufst du deine Kollegen oder ich die Polizei oder wen auch immer. Also du machst irgendwas dagegen. Da macht jemand das Fenster auf und sagt, sag mal, wollt ihr reinkommen und einen Kaffee trinken? Und du sagst, ey, ja, auf jeden Fall, na klar. Da wollte ich gerade nachfragen. So, also das ist natürlich einfach geil, ne? Ja, das ist ja gut. Ich habe jetzt mal hier eingeblendet, ne? Der Gletscher. Ja, ich sehe es, das sind das schon Landschaften. Genau, das ist der Schrara. Das ist der höchste Berg in Georgien. 5000 und ein paar zerhackte Meter. Und da sind natürlich manche der Gletscherstrukturen noch ganz in Ordnung, muss man sagen. Also auch nicht so, wie es mal war, aber schon noch ganz in Ordnung. Ich habe, ich sag mal, Bekannte, die da oben leben, das ist in der Nähe von Uşkuli, die erzählen, dass sie oft im Winter 7 Meter Schnee haben. Ja? Auch eine Schneehöhe, die wir uns nur sehr schwer vorstellen können. Ja, das ist natürlich schon cool, da dran zu stehen, an dieser Abrisskante, die ihr jetzt unten in der Bildhälfte sieht, die Abrisskante, die ist sicher 30, 40 Meter hoch. Ja. Wahnsinn. Ich bin jetzt schon noch zu hören, oder? Weil ja, du bist gerade einer schrieb im Chat. Ja, ja, alles klar. Nee, war noch von eben dann. Die Meldung war noch von eben. Also herrliche Landschaft, ne? Muss man einfach sagen. Diese, hattest von Anfang an, du hattest ja Fotoschule, hast du am Anfang nur Workshops gemacht oder hast du direkt auch mit Fotoreisen angefangen? Nee, tatsächlich haben wir erst nur Workshops gemacht. Guck mal hier, Andrea schreibt, sie hört beide. Also es scheint alles okay zu sein. Wir haben am Anfang, es ist ein klassisches Workshop-Geschäft gewesen. Wir haben im Prinzip zu einem Zeitpunkt 2006 bis 2009 haben wir sehr viele Workshops gemacht. Und da habe ich nochmal neu firmiert. Dann haben wir 2009 nochmal neu firmiert. Haben wir sehr viele Menschen das Fotografieren beigebracht. Gerade so Menschen, die eine 300D von Canon gekauft hatten oder eine D60, D70 von Nikon oder sowas. Weißt du, als diese Einstiegsspiegelreflexkameras plötzlich erschwinglich wurden und beim Mediamarkt auf der Palette für 12,99 zu erwerben waren oder sowas. Da hat ja jeder so ein Ding gekauft. Und die brauchten ja alle irgendwie Hilfe, weil die, naja, die kamen halt vom Handy, ne? Und hatten so ein rudimentär fotografierendes Handy und du weißt, damals die Handys fotografierten auch nicht so spitzenklassemäßig und wollten halt Fotos machen. Und da haben wir sehr viele Workshops gemacht und dann haben wir 2009, habe ich die erste Fotoreise gemacht und ab 2011 dann wirklich massiv, muss man sagen. Ja, ja, ich ärgere mich auch. Ich war auch schon so die Jahre in der Welt unterwegs, dass ich da noch nicht so bewusst fotografiert habe, ne? Sondern mehr geknipst oder so habe, weil auch gerade Albanien oder sowas, Mazedonien, das waren auch damals Länder, wo du richtig, richtig geniale Fotos hättest machen können. Ein paar sind ja auch bei rund gekommen, aber am Ende ist, oder Jordanien war auch so ein Teil. Also, was ist das hier? Das georgische Bier, ne? Das ist ein schönes georgisches Bier und da kommt der Kollege, der ist auch bis zum Gletscher gelaufen und das ist ein sehr guter Freund von mir, muss man sagen, und der brauchte ganz dringend ein Bier, ein Rupert aus Österreich. Wenn ihr jemanden bei Instagram folgen wollt, der Dicke mit der Leica ist sein Insta-Händel, was einfach schon geil ist. Ja. So. Ja. Und Rupert, der war wirklich, wirklich glücklich, fast wäre noch hingefallen, dass es endlich ein kaltes Bier gab. So. Jawohl. Ja. Ich habe den Chat ein bisschen beobachtet. Also da schreibt jemand, ob nicht Israel das älteste christliche Land der Welt ist. Es geht bei Georgien und Armenien um die Länder, die das Christentum als Staatsreligion eingeführt haben. Das ist in Israel relativ spät passiert. So. Und in Armenien 410 nach Christus und in Georgien irgendwie 460 nach Christus oder sowas haben die Staatsreligion erklärt. Genau. So, und da hat noch jemand gefragt, wie das mit den Reisen ist. Wo habe ich denn das gesehen? Hier irgendwie, wie die Reiseziele zustande kommen. Ich sag's, wie es ist. Wir reisen entweder dahin, wo ich oder einer der Kollegen es sehr gut vorbereitet haben. Das heißt, mindestens 2 oder 3 Mal da waren und uns ganz sicher sind, dass das alles funktioniert. Wir haben einen Plan B und Plan C und wissen, dass alles läuft. Das ist die eine Variante. Und die zweite ist, ich versuche Reiseziele zu finden, wo wir eine gute Agentur vor Ort haben, mit sehr guten Guides vor Ort. Und zwar am liebsten eine Agentur, die das ganze Thema Fotoreise vielleicht schon mit einem spanischen Kollegen macht oder sowas, um dann darauf zu adaptieren, und dann eben auch Reiseziele zu bereisen, die nicht jeder bereist. Das finde ich halt auch sehr reizvoll. Ja, so Island wird mich ja durchaus mal reizen oder so. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der Typ bin, der komplett mit so einen ganzen Urlaub mit der Gruppe da verbringen möchte. Weißt du, was ich meine?
Gibst du den, das ist ja dann schon so eine Art Gruppendynamik. Ihr seid dann als Gruppe immer unterwegs, ne? Ja, Die aber das anderen. Schöne daran ist ja, das Schöne, oh, guck mal hier, schöne AG1-Werbung. Das Schöne daran ist ja, dass alle, die dabei sind, dasselbe wollen, weißt du? Ja, genau. Alle wollen Fotos machen, in meinem Fall. Ja. Und natürlich haben wir immer wieder auch Filmer dabei, also insbesondere auch viele, die ihre Drohne mitbringen. Und das ist ja Ja. das Coole daran. Das heißt, du hast fast nie Zeitdruck, ja? Sondern wir haben halt einfach Ja, Zeit. das ist Und cool. niemand jammert rum, wenn jemand sagt, okay, wir stehen jetzt zwar schon eine Stunde, aber jetzt packe ich meinen Weitwinkel aus und meinen Filtersatz und mein Stativ, ich will da noch ein Foto machen. Wenn wir keinen Termin haben, und manchmal gibt es natürlich auch Reisen, wo wir Termine haben, weil wir einfach zum Essen irgendwo angemeldet sind oder gerade Ja, auf Island klar. machen die Restaurants halt relativ früh zu. Das heißt, wenn du um 9 kommst, dann kriegst du nichts mehr zu essen. So, aber wenn wir nicht irgendwo einen Druck dahinter haben, dann versuchen wir halt auch jedem die Zeit zu geben, die er braucht. So. Und Island ist ohne jeden Zweifel ein faszinierendes Land. Man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, auch wenn es sich bei mir ein bisschen abgestumpft hat, so, weil ich es halt oft gesehen habe. Aber es ist ein faszinierendes Reiseland. Ja. Ja, das wird mich schon mal reizen, da auch mal hinzureisen. Also das wird mich schon interessieren, auch wenn Island natürlich ein Fall ist, ein teures Pflaster ist, ne, Frank? Ja, das ist immer teuer gewesen. Ist, im Moment ist es einfach aufgrund der Tatsache, und man darf nicht vergessen, die meisten Asiaten sind ja noch nicht zurück. Also uns allen hier die Presse folgen, ist klar, dass Chinesen wieder besser reisen können als noch vor 8 Wochen. Aber die sind natürlich noch nicht zurück auf dem Reisemarkt so richtig. Und dennoch muss man sagen, ist Island so teuer wie nie. Also ich bin wirklich an manchen Stellen entsetzt. So, und ich frage mich halt auch, ob die Preisstruktur zurückkommt oder ob das so bleiben wird. Also man kann es ganz offen sagen, wir fahren immer auch im August auf eine Hochlandreise, also Südküste, Hochland und Westmännerinseln. Und in diesen normalen Hotels hat die Übernachtung immer sowas gekostet, ich sag mal zwischen 180 und 300 € im Einzelzimmer. Und das konntest du dann doppelt belegen oder einzeln. Das war so der normale Preis mit Frühstück. In diesem Jahr liegt der Preis eher bei 500 € fürs selbe Zimmer. Also das ist schon ganz schön, das sind schon Ansagen, ne? Genau, das ist natürlich gar nicht abbildbar, weil das kann natürlich keiner meiner Kunden bezahlen und wir können das auch nicht kompensieren. Das Ja. ändert nichts daran. Das heißt, wir buchen wieder ein bisschen mehr B&Bs und Local Guesthäuser, was ich sehr schön Ja. finde auf Island, weil so war Island eigentlich Klar. in der Vergangenheit. Du hast halt bei Mutti in der Küche gefrühstückt, so, und sie hat persönlich das Frühstück gemacht und du hast dir halt einfach mit, ich sag mal, 10 Mann einen Bad geteilt und dann gab es meist noch ein separates oder ein oder zwei separate WCs. Wenn du dich ein bisschen verabredest und hast sowieso fast das gesamte B&B mit der Gruppe, dann ist das ja wunderbar, muss man sagen. Ja? So, und das ist ein bisschen ursprünglicher. Das mag ich eigentlich am Reisen auch, viel lieber als so Hotelklötze. Aber Island ist schon wirklich in diesen, gerade letzte und diese Saison unfassbar teuer. Und ich bin gespannt, wo sich das hinentwickelt. Schwer zu sagen. Ja gut, ich meine, also irgendwo ist ja dann mal Schluss, dann kommt keiner mehr, ne? Also irgendwo muss ja die Leute sich das auch leisten können, Ja, ne? ich glaube, es wird Folgendes passieren. Ich habe so eine Idee davon. Die bauen natürlich jetzt Kapazitäten auf. Das, was jeder touristisch erschlossene Land getan hat in der Vergangenheit auch. Ich sage mal, wir erinnern uns an die 60er und 70er in Spanien. Also, die bauen Kapazitäten auf. Ein großes Bottleneck sind im Moment Mietwagen und Camper auf Island, weil die natürlich in der Pandemie die ganzen Gesellschaften den Kram verkauft haben und im Moment ist halt einfach am Automarkt schwer, neues Material zu bestellen. So, das ist ein Bottleneck. Und gleichzeitig bauen die aber Hotels. Das sieht man überall. Also vor 6 Jahren gab es kein einziges Voss-Hotel. Heute, wer auf Island in den letzten Jahren war, weiß das, überall stehen irgendwelche Voss-Hotels rum, so moderne Hotelbauten. Und die bauen Kapazitäten auf und irgendwann wird es eine Überkapazität geben und dann regelt sich der Markt wieder. Davon bin ich Ja, überzeugt. Und das. du merkst das bei Mietwagen schon so ein bisschen, auf Island weiß ich nicht, du merkst es aber mittlerweile bei Mietwagen schon ein bisschen, die Preise gehen wieder runter, Ja, ein weil bisschen, ja. die Kapazitäten aufgebaut werden, ne? Das ist wirklich so. Ich habe Ja, ein nämlich bisschen, jetzt mal ja. geguckt für die USA, da waren auch die Mietwagenpreise recht hoch gewesen während der Pandemie und mittlerweile sind sie schon ein Drittel runtergegangen, also das passt schon. Drohne fliegen war auch kein Problem. Georgien musste es eine Genehmigung haben oder war Gibt denn das tatsächlich alles so ziemlich egal? keinerlei Gesetzgebung, also keine Regeln. Das ist herrlich, da muss ich ja hin. So, das gilt für Armenien und Georgien. Du kannst einfach fliegen, wo immer und wie immer du willst. Und dann ist es hilfreich, Freunde, ihr wisst es, wie es ist. Trotzdem fliegt man natürlich nicht in der Nähe von Flughäfen und diesem ganzen Kram. Das ist natürlich nicht so. 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 Gesunder Menschenverstand, ne? Richtig. Aber der hat ja in Mitteleuropa nicht funktioniert, deswegen haben wir ja so Gesetzgebung. Das ist ja das Lustige. So. Ja, Weißt du was? Ich kenne eine isländische, wie heißt die denn? Rangerin, die heißt Fanny.
Und Fanny hat mal zu mir gesagt, beim Reinfahren ins Hochland, weil da habe ich sie schon ein paar Mal getroffen, hat mir gesagt, Frank, als wir Wikinger Island besiedelt haben, haben wir unsere Regeln auf eine Steintafel gemeißelt. Und die war nicht besonders groß. Dann kamen die Touristen und jetzt hat unser Gesetzesbuch 10.000 Seiten. Ja. Nein, ist das ja so auf dieser Welt. Und ja. Ja, es ist ein bisschen bedauernswert. Auch hier Deutschland, Verbotsland Deutschland ist schon so ein bisschen so. Manche Sachen kann man natürlich auch im Drohnengesetz nicht wirklich nachvollziehen. Ne? Das ist einfach so. Ne? Da geht die Bundesstraße mit, was weiß ich, Motorrädern durchs Naturschutzgebiet durch, mehr oder weniger, und knattert und rattert und alles. Ne? Und mit der Drohne sollst du dann ja einmal drüber fliegen dürfen. Wir reden ja jetzt nicht von Vogelschutzgebieten, gar keine Frage. Aber du weißt schon, was ich meine. Ne? Klar, wenn die zum Beispiel in New York keine harten Drohnengesetze hätten an der Brooklyn Bridge, dann würden da einfach jeden Tag 500 Drohnen um die Brooklyn Bridge fliegen. Das ist eigentlich ganz klar. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, das müsste verkauft werden. Ne? Einfach, ja, wenn du da fliegen willst, dann musst du unten ein Ticket buchen und dann kostet das halt was. Fertig. Könnte man doch machen. Ne? Gut, in New York ist ein schlechtes Beispiel jetzt. Die Nationalparks vielleicht in den USA. Da gibt es ja auch mittlerweile gerade ein Urteil, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast auf YouTube, dass du keinen YouTube-Film eigentlich mehr über einen Nationalpark machen kannst, wenn du einen monetarisierten Kanal hast. Dann sind das schon kommerzielle Aufnahmen und dann würdest du rein theoretisch eine Strafe bekommen. Okay. Jetzt ist das natürlich, wenn wir jetzt mit der Kamera da durchlaufen durch den Nationalpark, den wird es wahrscheinlich nicht interessieren, aber es ist schon ein ungutes Gefühl, das du da hast, ne? Wenn du da jetzt eigentlich nicht filmen darfst. Und auch nicht, ist auch nicht sinnvoll, finde ich, aber gut. Ja, Olli, wie gesagt, wir haben Olli ja hier unten im Vlog drin, der war ja drüben gewesen und wie wäre es jetzt als Deutscher auch wahrscheinlich egal, da würde ich schon hochladen, das wäre mir wurscht und die werden sicherlich nicht hier hinkommen und mir 150 Dollar Strafe abknöpfen wollen, aber ich will ja auch nochmal in das Land rein. Ne? Und das ist ja das Hauptproblem dabei, wenn man dagegen stößt, dass irgendwann vielleicht jemand sagt, so jetzt hier, aber bei der Immigration, du nicht mehr. Ja. Ja, die Leute, die Drohnen am Flughafen aufsteigen lassen, das ist ja auch keine Ordnungswidrigkeit mehr, Leute. Da müsst ihr ganz klar, das ist ein gefährlicher Eingriff in den Flugverkehr. Es gibt ja gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und in den Bahnverkehr und den Flugverkehr und das ist eine Straftat. Und Leute, ich kann euch sagen, da geht ihr auch mal in den Knast für unter Umständen, wenn ihr da erwischt werdet. Das ist so. Ne? Also lasst und das ist einfach, auch richtig so, um das mal dazu aber die zu sagen. Aber die Leute, die hier zugucken, die machen dann eh nicht. Genau. Weil die Leute, die da fliegen, die gucken nicht unsere Kanäle, Frank. Das kannst du vergessen. Das hoffen wir zwei auf jeden Fall. Und mach das alles nicht, das ist ja klar. Guck mal, ich hab hier so ein schönes Fluggebiet eigentlich vor der Haustür, die Lüneburger Heide. Das ist nun wirklich weit davon entfernt, Vogelschutzgebiet zu sein. Ja. Aber da führt ja eine Autobahn durch, ne? Die A1 von Norden nach Süden. Also spielt alles keine Geige. Aber fliegen darf ich da nicht. Und das ist tatsächlich an manchen Stellen Unsinn, muss man sagen. Ja? Ja, das ist wirklich unschön, dass man nicht mal über so eine Heidelandschaft fliegen darf. Weißt du? Ja, genau. Man könnte ja, wenn es einfach wäre, wenn du sagen würdest, ich hole mir einen Tagespass für 50 Euro mal oder dann würdest du es machen. Ne? Ja. Und dann hast du, wie beim Fischen oder so, du kriegst so einen Fischereischein in Irland, wenn du da irgendwo fischen gehen willst, dann kaufst du einen Fischereischein für den Tag, dann gehst du fischen. Bei uns musst du erstmal eine große Prüfung ablegen. Meinetwegen, aber hier ist es ja nun auch so, da würde man nicht die Natur mit zerstören. Ganz im Gegenteil, man würde die Natur sogar noch ein bisschen mehr zeigen können, aber naja, gut. Okay, guck mal hier, wir haben hier noch einen Kommentar von Rainer. Ich kann Rainer eine lustige Geschichte erzählen. Ja. Rainer schreibt da unten nämlich, ein Camper auf Island pro Woche locker 2000 Euro aktuell im September. Ja, ich habe einen 9-Sitzer gemietet für den August. Und der kostet 5.500 Euro. Für neun Tage, glaube ich. So. Das ergibt natürlich alles keinen Sinn. So, also, aber ich sage ja, das beruhigt sich gerade wieder. Ich habe nämlich den gerade umgebucht für einen günstigeren Wagen. Und ich sehe halt, dass es wieder besser wird. Bei den Campern, glaube ich, wird das noch eine ganze Zeit dauern, weil wir natürlich hier in Mitteleuropa den gesamten Campermarkt leer gefegt haben. Das heißt, die isländischen Vermietungsgesellschaften sind die letzten, die einen Camper bestellen können. Ja. Das hat Corona auch so beigetragen, zu dieser Wohnmobilkrise. Ja.
Und ganz ehrlich, ich muss mich da mal ein bisschen outen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Wohnmobilen. Also manchmal gehen die mir echt auf die Nerven. Also jetzt tut mir leid. Es gibt ja, wenn Leute damit sehr gut umgehen können, alles gar keine Frage. Und wenn alles in Maßen ist, aber wenn du auf einmal irgendwo, jetzt bei uns in der Gegend, ne, hinkommst auf Parkplätze und dann stehen da einfach 100 Wohnmobile. So vor dem wunderschönen Vaterrhein stehen 100 Wohnmobile. Deshalb, wo kommen die jetzt alle her, ne? Also das ist der absolute Hammer, ne? Also, aber Ja, ich gut, weiß. es ist wahrscheinlich auch eine Sache, die sich wieder einrenken wird, die wieder ein bisschen abflacht und die ein bisschen weniger werden wird, denke ich mal. Und dann ist wie mit den E-Bikes und so, das war ja auch schwierig, überhaupt ein E-Bike zu bekommen zu Corona-Zeiten und, ne? Ich weiß nämlich zufälligerweise, weil der Frank, der hat nämlich auch ein Wohnmobil, der andere Frank, der Brecher, und der Klaus hat ja auch eins, aber wie gesagt, alles, was inflationär ist, alles, was viel ist, ist nicht gut. Ach, nee. Und wenn So Leute sieht's aus. aus Versehen mit so einem Ding in eine Stadt fahren, wie, keine Ahnung, Rothenburg ob der Tauber, und haben dann eine Gasse, die 3 Meter breit ist, dann ist das Drama schon Insekten da drin. vorprogrammiert. Gut, Ganz genau. anderes Thema. Jetzt wollen wir hier nicht die armen Wohnmobilleute bashen, sonst verlieren wir hier wieder Abonnenten. Das, auf gar keinen Fall, weil gute Freunde von mir haben auch Wohnmobile. Aber wie gesagt, ich wäre kein Typ dafür. Ich bin eher der Typ, der dann schon mal die Pensionen unterstützt, Bed and Breakfast macht oder sonst irgendwas. Ich mag das. Ja, und ganz am Ende muss man sagen, ist das wahrscheinlich auch nicht teurer. Aber Nee, ist das egal. ist es nicht. Nee, definitiv ist es nicht. Ich denke, so Dachzelt oder so, ja, das könnte wahrscheinlich günstiger sein, aber eine Pension, also wenn du Wohnmobilstellplatz dagegen rechnest, die Anschaffungskosten, dann kannst du viele Urlaube machen, wo du, sagen wir mal, in einer Sieht's aus. guten Pension auch unterkommst. Ich mag das eigentlich, ich mag dieses Pensions- oder hier in Irland, meine Frau ist ja Irin, Bed and Breakfast, kann ich da nur empfehlen, das Ja, funktioniert ja auf jeden Fall. wunderbar. Auf jeden Fall. So, Irland, hast du eigentlich schon mal Irland Fotoreise gemacht? Ah, das hängt ein bisschen damit zusammen. Wir waren, also der Trainer in meinem Team, der am zweitmeisten viel reist, Hans, der war ein paar Mal in Irland zum Vorbereiten, aber wir haben einfach keine Kapazitäten. Ich sage, wie es ist. Weil Es ist wir sind ja schwierig, beide, glaube ich. ja, wir sind beide einfach sehr, sehr viel gereist im letzten Jahr und wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt mal ein klein bisschen irgendwann am Ende dieses Jahres vielleicht mal einen Strich drunter und gucken mal, was wir Neues machen. Das Ding ist ja ganz einfach. Manche Dinge laufen ja so wie Selbstgänger. Ja? Also ich sage Ja. mal, Island, Porto und Lissabon ist zum Beispiel, Toskana, ja, das sind einfach so Spots, die laufen so oder so. Rom, Venedig, Isle of Skye, es sind halt so Reisen, die finden halt immer statt, egal mehr oder weniger was passiert. Und Mallorca, Lanzarote und ich kann noch ein paar mehr aufzählen. Und das sorgt halt dafür, dass wir uns sehr schwer tun, was Neues ins Programm zu nehmen. Weil wir haben natürlich Nachfrage nach den Dingen, die immer wieder stattfinden, weißt du? Und aber ich persönlich will auch immer wieder was Neues sehen, weil wenn ich das nicht wollte, hätte ich erstens einen Angestelltenjob behalten können und zweitens könnte ich auch darüber nachdenken, ob ich nicht bei VW in Wolfsburg am Band immer den rechten Außenspiegel montiere. Weil ich mache es ja, weil mir nicht langweilig werden soll. Und ich möchte für Ja. meine Augen auch was Neues. Und ich sage, wie es ist, ich möchte auf die andere Seite des Kaukasus, auf lange Sicht. Also Usbekistan oder Tadschikistan oder Kasachstan, keine Ahnung. Also in die Stan-Staaten, die am Ende östlich von Armenien liegen. Das ist so das, wo ich sage, da möchte ich auch Auch noch hin. interessant, auch interessant. Ich hatte Usbekistan auch mal auf einer Liste, einer Jobliste drauf. Ist, glaube ich, auch ein interessantes Land. Glaube ich Aber auch. Irland ist natürlich, aber Irland ist bei mir natürlich auf jeden Fall, da ich eine Verwandtschaft da habe, Klar. werde ich auf jeden Fall, wenn ich nicht mehr arbeite, da werde ich mich mal wirklich in Ruhe drum kümmern. Da geht ja Sehr mit gut. Sicherheit irgendwas. Und ich habe mich also fotografisch um Irland, also wie gesagt, ich fotografiere, ich bin ja auch Hobby-YouTuber mit ein bisschen Fotografieren. So. Und da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Und ich kann mir gut vorstellen, da kannst du einen richtig schönen Tour machen da, ne? Unten Cork, Dingle, dann in den Norden rein. Aber da ist, wenn du Landschaft magst, da gehst du ab, ne? Und Ja, das dann, wenn glaube du ich dann auch. noch abends und abends schön ein bisschen gemütlich, ne? Dann. Wenn man irische Pubs mag und die Gastfreundschaft der Iren und so, dann ist man da richtig, ja, ganz klar. Ja, wie gesagt, USA ist ja leider schwierig, ne? Ich wollte jetzt eigentlich im März rüber, nochmal nach New York eine Woche und dann einfach mal für mich ausprobieren, einfach da ein Bed and Bre in ein Airbnb beziehungsweise ein günstiges Hotel und dann für mich einfach eine Woche rumlaufen, fotografieren.
Ja. stark dann kein Geschäft draus machen. Ne? Man könnte sich ja dann irgendwann mal, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, einfach mit Freunden treffen, Bekannten treffen und trifft sich in New York und geht dann einfach mal, das wäre ja wie ein Urlaub für dich oder für jemanden macht einfach mal ein bisschen fotografisch, läuft da durch, weil es einfach schwierig ist, da ein Business, du musst halt so ein Arbeitsvisum haben und. Das ist alles gar nicht so einfach, da die ganze Geschichte. Ne? Das ist ganz klar der Grund, weshalb wir keine USA-Reisen machen. Ja, Weil natürlich wäre natürlich. du würdest vielleicht irgendwie eins kriegen. Ja, das ist ja keine Frage. Das wird vielleicht schon irgendwie gehen. Aber ich sage mal so, in der EU ist es völlig unkritisch. So. Und in den Ja, anderen ja. Ländern gibt es halt Bedingungen. Also es gibt auch auf Island Bedingungen, wie man da arbeiten darf. Und es gibt Ja, natürlich auch ja. in Georgien und Armenien Bedingungen, aber da buche ich ja vor Ort auch jeweils Menschen dazu. Ja? Und Eben. ich selber mache nur den fotografischen Part. So, und ja, und das ist mir in den Staaten tatsächlich zu umständlich, zu aufwendig und da geht es mir wie dir. Ich möchte im Zweifel wiederkommen können. Und ich habe ein bisschen Ja, Bedenken, dass das dann nicht geht. das wäre cool, sowas. Ich hab mir das im Hinterkopf auch mal überlegt. Das wäre schon cool, sowas anbieten zu können auf, das muss ja gar nicht auf, was weiß ich hier, richtiges Geschäftsmodell werden. Das kann man ab und zu mal machen. Ja, Und ja. aber wenn du darfst da ja gar kein Geld dran verdienen. Verstehst du? Korrekt. Korrekt, Das geht klar. halt nicht. Ne? Du kannst, Ja, ganz das genau. Maximale, was du vielleicht machen könntest, wäre, dass für dich der Flug bezahlt wird und die Unterkunft bezahlt wird. Das wäre wahrscheinlich noch irgendwie machbar oder so, aber du dürftest halt kein Geld daran verdienen an der ganzen Geschichte. Genau, es darf Deshalb ist eben es einfach schwierig. kein Business sein, genau. Genau, darf kein Business sein. Also da könnte ich mal für Irland, könnte ich mir schon, also da könnte ich mir schon vorstellen, ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich nicht mehr arbeite, Frank, dass ich schon. Aha. Also eins weißt du, ich bin sehr flexibel und offen für viele Ja. Ideen. Klar, aber erstmal Nee. muss ich noch ein bisschen in die Rentenkasse einzahlen, mein Freund. Ja gut, das Fotografieren muss den Leuten ein anderer beibringen, aber ich kann sie zumindest an die besten Stellen bringen. Ja, und Ne? ja, Nein, das und mit Fotografieren kriegen wir auch ja, hin. naja, und wir haben ja nicht nur, ich sage, das ist das, was ich sage, wir haben ja auch andere Anforderungen manchmal. Wir haben ja auch durchaus Menschen dabei, die fliegen Drohne und denen kann ich natürlich in Grundzügen Drohne fliegen beibringen. Hier Aber haben wir schon die erste, haben wir schon den ersten sehr gut. Teilnehmer. Sehr gut, Andrea. So. Und ich kann dir natürlich Drohne fliegen beibringen, aber nur sehr rudimentär und so weiter. Also es gibt ja auch andere Skills, die vermittelt werden bei uns auf den Reisen, durchaus. Ja. Fotoclub-Reise, genau, nach USA. Also wie gesagt, ich gehe, bei mir steht jetzt erstmal nochmal Washington an, Frank. Ne? Ende Oktober, Anfang November, ein Jahr Washington, wird auch spannend. Und dann will ich mich ein bisschen um USA, ja, National Parks, Wilder Westen, da will ich mal hin. Also da will ich schon mal sehen. Und das wäre schon ganz cool. Also ich Und finde diese Ein-Jahres-Dinger schon auch verrückt. Du ja, das ist nicht? cool. Das ist genau richtig. Das Okay. ist genau richtig, ein Jahr. Und wie geht es deiner Familie so damit? Ja gut, meine Frau ist arbeitet bei Lufthansa, ist Flugbegleiterin, ne? Okay, die kann im Zweifel mal rüberfliegen, ja? Und mein Sohn sagt, ja, mach mal. New York hat er Ja, genossen. klar. Der sagt, Papa, ja, natürlich gehst du nach Washington. Ja, das wollte ich auch immer mal angucken. Ja, genau. Und Und ich der hoffe, will er auch nicht in fliegt ja. Washington sein, der will ja auch dann mal nach LA fliegen oder so. Also der hat Spaß in New York gehabt. Ich kann mich noch erinnern an sein Gesicht, wie er zum ersten Mal da im Taxi am Flughafen ankam, wie wir dann reingefahren sind nach Manhattan. Da hat er Augen gemacht, wenn er noch nie Manhattan gesehen hat, dann macht er ganz große Backen. Ne? Also das ist schon cool. Nee, das geht. Ich kann es jetzt machen. Ich mache es jetzt natürlich nicht gemacht, als die noch klein waren oder Ja, so. klar. Ne? Ja. Ja, klar. Und dieser Job ist auch. Der ist ja nicht mehr lange, aber ne, muss ich jetzt halt nochmal ausnutzen. Ne? Also ja, Washington wird auch nochmal ganz cool. Und das wird auch interessant, weil Wahljahr ist. Das wird Ja, klar. interessant Ich in den weiß, ja, klar. USA. Ja. Und ich glaube, ich bin früh genug dann wieder weg, bevor dann die Wahlen stattfinden. So, Irlandkurs. Genau. Ach, Nina, genau. Ach, übrigens, Nina, ganz kurz, Nina. Ich habe mir auch was bestellt. Ein bisschen Werbung hier für Nina machen. Ne? Habe mir was bestellt, weil man muss sich auch ein bisschen weiterbilden. Ne? Sehr schönes Magazin, Freunde. Wenn ihr an das Lied Naja, von mir Interesse habt. ich wollte das auch mal ein bisschen unterstützen. Ich finde, so Sachen werden von mir immer unterstützt. Da bestelle ich mir ganz gerne auch mal die Printausgabe. Man kann es auch runterladen, aber es macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man es in der Hand hat. Ne? So, mal gucken, was ich hier noch auf meiner Liste stehen habe. Ich gucke mal, Keine Ahnung. Vorstellungen, Workshops, ja, Webinare, klar, ne, das ist vielleicht auch
gerade zu Corona-Zeiten hatte ich das wahrscheinlich ein bisschen über Wasser gehalten, ne, mit den Webinaren, ne? Ja, Denke das ich ist mal. dann, also das mit den Webinaren ist eine verrückte Sache, ne? Also Ja. ich hatte einen Atomos Production, einen großen Produktionsdings, schon lange hier. Also mal gekauft, weil ich immer vorhatte, Was live ist das? zu Atomos streamen. ist das so Das ein, ist ich kenne im nur Prinzip. Atomos Ninja. Nee, warte, warte, nee, das meine ich nicht. Ich meine, Blackmagic Production heißt das Ding. Sorry, ich habe mich Ah, versabbert. okay. Also so einen großen, im 19-Zoll-Rack eingebauten Produktionsswitch, womit Ah, früher ehrlich. Fernsehsendungen gemacht wurden. So ein Ding. Ja? Weil Oh. ich immer die Idee hatte, live zu streamen. Und das war ja viel schwieriger als heute. Heute drückst du an deinem Smartphone auf den Knopf und dann bist du live. So. Aber es war natürlich sehr viel schwieriger. Habe das dann irgendwann wieder verworfen und gesagt, okay, ich habe einfach keine Zeit dafür, mich da einzuarbeiten. Und dann war ich im Frühjahr 20, 20 war es genau, im Frühjahr 20. Im Januar war ich mit Matthias von die Schaufel, mit meinem Assistententrainer, Videofilmer, waren wir für Olympus auf Island und haben noch ein Video gedreht zur damals zur EM1 Mark III, glaube ich. Da war Corona ganz weit weg. Dann bin ich nach im Februar, aber danach war er sehr krank und ich so ein bisschen. Aber es gab ja keine Tests und nichts, also keine Ahnung. Wir hatten halt sehr viele Asiaten getroffen, wie immer auf Island, aber keine Ahnung. Er würde heute sagen, er war so krank wie noch nie in seinem Leben. Dann war ich danach zum Karneval in Venedig. Da sind wir am Samstag, am Sonntagmorgen wie immer abgereist und am Sonntagnachmittag wurde der abgesagt. Da gab es in Venedig selber kaum Fälle, aber in Venetien war ja schon, ich sag mal, die Bergamo-Geschichte so langsam reingezogen. Das heißt, das hat noch stattgefunden. Und dann kam die Märzreise nach Island. Und da gab es in Deutschland quasi keine Fälle, außer die in Bayern dabei. Bei wem war das? Ich glaube, bei Webasto oder sowas. Ansonsten nichts. Und dann sind wir nochmal nach Island gefahren mit einer relativ großen Gruppe. Drei Trainer und relativ große Gruppe. Zwei große Autos und ein Auto nur fürs Gepäck. Und haben dann eine richtig gute Islandzeit gehabt. Aber auf Island war schon so ganz merkwürdig, weil auf Island gab es am Wasserfall schon Desinfektionsspender. Und in den ganzen Restaurants am Buffet gab es plötzlich Gummihandschuhe. Okay, das hier, also irgendwie spinnen die Isländer, was stimmt mit denen nicht? Und dann sind wir am Freitag rausgeflogen und am Sonntag wurde der Flughafen in Kopenhagen gesperrt. Und an diesem Sonntag, als der Flughafen gesperrt wurde, ich hatte den Samstag sehr viel geschlafen, habe ich gedacht, okay, am Montagmorgen machen wir ein Team-Meeting, weil irgendwas ist komisch, hatte sich auch sehr verändert. In diesen 9 Tagen in Island war ja auch Deutschland ganz anders geworden. Und an diesem Montag habe ich gesagt, pass auf, Freunde, wir kaufen jetzt für einen mittleren fünfstelligen Betrag Livestreaming-Equipment. Überlegt euch, was wir live machen können in Webinaren. Denn ich glaube, demnächst werden wir keine Workshops mehr geben können. Gut, und 8 Tage später hat Mutti im Fernsehen gesagt, das war's jetzt hier. So kam es. Und da waren wir halt sehr früh dran. Also ich glaube, in der ersten Aprilhälfte habe ich die ersten Live-Webinare hier von diesem Platz gemacht und hatte alles hier stehen, was man brauchte. Und alles lief einigermaßen. Und dann hat es bei manchen der Kollegen nochmal 4 Wochen gedauert, bis wir alle dann durchgeschult hatten, das bei allen funktionierte. Und dann haben wir einen Großteil des Zeugs auf live umgestellt. Und das läuft bis heute. Es läuft natürlich nicht mehr wie so be zu Beginn der Pandemie. Wir beide wissen ja, wie das war. Ne? Zu Beginn der Pandemie haben wir alle gedacht, dass die Welt geht unter und das Leben ist zu Ende. Und da hatten wir ja manchmal in Webinaren einfach auch sehr viele Teilnehmende sitzen. Heute machen wir die sehr viel seltener, also die meisten Themen nur so 2 bis 3 Mal im Jahr. Aber das Schöne ist halt, es muss halt dafür niemand anreisen, ne? Also man darf immer nicht vergessen, für so eine Einführung in, was weiß ich hier, so eine OM1 oder sowas, ja, für die kommt ja niemand aus der Schweiz zu mir nach Hamburg gefahren. Aber sich Ja, das mal ist auch 2 Stunden, perfekt eigentlich dafür. genau, aber sich mal 2 Stunden ins Webinar reinklicken, das kann jeder. Ja, so und ja, insofern mache ich das nach wie vor und macht mir auch nach wie vor Spaß, aber meine eigentliche Berufung, im wahrsten Sinne des Wortes, ist halt einfach mit Menschen am selben Tisch oder am selben Ort oder sowas zu sein und auf der Kameradisplay zu gucken und direkt eingreifen zu können, zu sagen, guck mal, probier doch das noch oder so. Und das geht natürlich in Webinaren viel, sehr viel schlechter. Ja, also Webinare, ja, sind nach wie vor Thema, aber nicht mehr ganz so massiv. Da haben wir ein bisschen gelernt, das ist bei uns auf der Arbeit auch so, dass wir teilweise jetzt Sachen online schulen, ne? Was eigentlich ganz cool ist, was viel, viel besser geht, wie da, wenn du, was weiß ich, hier kreuz und quer durch Deutschland fährst. Ne? Ist schon ganz cool. Aber natürlich sind wir auch echt froh, dass wir wieder mit Leuten unterwegs sein können. Ne? Auf jeden Also, Fall, auf jeden Fall. ne? Dass wir uns auch mal, ne, diese, die Fotopia war ja eine super Sache, ein bestes Beispiel, wo man sich dann eigentlich mal wieder trifft. Das war so das erste Mal, wo man da, wo sowas nochmal wieder richtig stattgefunden hat, ohne große Einschränkungen. Ne? Ja, das stimmt. Apropos Fotopia, bist du dieses Jahr auch wieder am Start? Also, gut, das ist Ist, ja wie wie immer. läuft die, Das ist ja wie wie immer läuft mit die solchen Sachen. Planung? Also ich selber habe von denen noch keine Zusage für Moderation der Bühne, aber ich gehe mal davon aus, dass so ist. Es steht in meinem Kalender.
Und ich glaube, das wissen viele, die hier zugucken und viele, die mich kennen sowieso. Christian, der künstlerische Leiter der Fotopia, ist ein sehr guter Freund von mir. Ich sag mal so, ich werde auf dieser Fotopia auf alle Fälle die Moderation der Bühne machen. Ob wir ähnliches Programm auf dem eigenen Stand machen wie dieses Jahr, da mache ich mal größere Fragezeichen dran. Das hängt ganz, ganz doll davon ab, wie die Messe bereit ist, uns zu unterstützen oder nicht. Also wir werden auf jeden, also ich werde auf jeden, ich habe mal zumindest mal freigehalten. Ich werde auf jeden Fall, auch wenn es kein Programm gibt, zumindest ein oder zwei Tage hochkommen, weil einfach man trifft sich einfach dann wunderbar und kann dann schön abends noch mal, ne, auf Ja, St. mega. Pauli gehen. Das hat mir sehr gut gefallen, mit dem Olli in Hans-Albers-Eck zu sitzen und Bierchen zu trinken. Das war wunderbar. Auf jeden Fall schöne Grüße an den Utesch. Ja, also Hamburg sowieso. Nach Hamburg komme ich auf jeden Fall noch auch vorher mal. Muss ich mal gucken. Steht auf jeden Fall bei mir mal auf dem Plan. Schon ganz gemütlich für mich, dass ich mir ganz in Ruhe manche Sachen einfach da mal angucken kann. Muss ich mal gucken. Irgendwann mache ich Naja, das. schönste Stadt der Welt, weiß doch jeder. Klar. Also sagen die Hamburger. Zweitschönste. Ja, Hamburg ist schon cool, muss man sagen. Also ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es stand jahrelang an der Binnenalster so ein Schild mit schönster Stadt der Welt. Also die Hamburger glauben das wirklich. Also. Es ist auch nicht weit entfernt von der schönsten Stadt, glaube ich. Naja, der eine Mann. oder andere New Yorker sagt wahrscheinlich, dass New York die schönste Stadt ist oder ein Ja, oder klar. andere München, aber das ist ja egal. Nee, aber schon, aber Hamburg hat schon was. Finde ich ganz cool. Also, wenn ich jetzt von den Städten hier in Deutschland, ich kenne ja jetzt ein paar einige, wäre Hamburg schon mit oben mit dabei. Berlin finde ich auch ganz interessant. Interessant, nicht schön, aber interessant, ne, weil es einfach so viele Sachen in Berlin gibt. Köln, klar, ich wohne hier in der Nähe von Köln. Ne, da ist eher das Gefühl der Kölner ist halt das Pfund. Ne, das ist jetzt nicht die schönste Stadt der Welt, Köln, aber die Leute sind halt ganz cool drauf in Köln. Ja, auf jeden Fall, Ne. auf jeden Fall. Und ja, wird auf jeden Fall spannend. Und Fotopia habe ich mir zumindest mal freigehalten. Und dann Ja, gucken und ich wir sage auch mal, nicht, was dass es da von uns passiert. nichts geben wird. Es hängt halt Ja, tatsächlich sehr ja. stark davon ab, was so geht, ne? Weil, Ja. ich sage mal so, das ist ja schon auch so eine Art Testballon gewesen von mir. Ich wollte auch so ein bisschen gucken, was können wir machen. Und mir war von Anfang an klar, wenn wir was machen, dann eben auch was für die Community einen echten Benefit hat. Aber man muss ja auch sagen, und das hast du ja zu Beginn geschildert, wir zwei haben uns ja eher noch lange gesehen. Die meisten, die auch bei uns auf dem Stand waren und irgendwas erzählt haben, habe ich ja gar nicht gesehen. Muss ich mal ganz klar Naja. sagen, weil ich hatte ja den Moderationsjob und das ist auch in Ordnung so. Den mache ich auch sehr gern auf der großen Stage. Aber dann macht das Ganze keinen richtigen Sinn. Weil am Ende, sage ich mal, habe ich halt auch jede Menge Geld bezahlt für die ganze Nummer und selber davon aber persönlich gar nichts gehabt, sondern ich habe die Community bespaßt, alles gut, das ist mir auch eine Menge wert, aber so wie dieses Jahr kann ich es nicht nochmal machen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Danach habe ich mir auch gedacht, ganz so wird das nicht mehr laufen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht uns da auf irgendeine Art und Weise treffen und Ganz irgendwas genau, machen. Ne? das geht natürlich sowieso jederzeit und Darum geht wie es ja. gesagt, und vielleicht ist sich auch die Messe bereit, nochmal über ihren Schatten zu springen und zu sagen, okay, pass mal auf, wir unterstützen das auf andere Art und Weise. Das kann ja auch sein. Klar, wer weiß das so genau? Wieso klingelt denn da das Telefon um die Zeit? Na egal. Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ah, nur zu. Nicht, dass irgendwas um die Ist Uhrzeit ja klingelt. live. Das ist live. Mama. Sehr gut. Das war die Mama. Ja, da muss ich, wenn um die Zeit ein Anruf ist, dann kann es mal was Wichtiges sein, aber es scheint dann doch nicht ganz so wichtig zu Ja, sein. klar. Ja, also wie gesagt, Hamburg machen wir auf jeden Fall was. Komme ich sowieso hoch dieses Jahr und dann schauen wir mal. Und was habe ich hier noch draufstehen? Ja, du fliegst du eigentlich noch gerne? Oh, unterschiedlich, ist das, wie es ist. Also, die viele glauben ja, dass das tollste Reisen schlechthin ist. Und ich sage dazu, es ist, wenn man sich das so angenehm wie möglich macht, geht es einigermaßen. Aber die Wahrheit ist so richtig, richtig toll ist nicht. Also, guck mal, ich bin jetzt ja, wie gesagt, haben wir zu Beginn darüber gesprochen, ich bin in Portugal gewesen. Das ist im Prinzip einmal ein Reisetag gewesen. Ich bin in Sintra am Sonntagmorgen gestartet um 10. Bin dann nach Ja. Lissabon zum Airport gefahren und war abends um 8 hier zu Hause. Jetzt könnt ihr sagen, ja, entschuldige mal, das ist ja auch ewig weit weg und wenn wir mit dem Fahrrad hätte fahren müssen, hätte es länger gedauert. Ja, das stimmt alles. Aber es ist halt einfach ein kompletter Reisetag für eine innereuropäische Reise.
Was ich gut daran finde, ist, dass es diese Direktverbindung nicht mehr gibt, weil die gab es ja immer, ne, von jedem Provinzflughafen, dazu zähle ich Hamburg mal, zu jedem Provinzflughafen gab es einen Flug, die sind ja weg. Das heißt, du hast heute lauter Umsteigeverbindungen über Frankfurt, München oder Paris oder Brüssel oder was weiß ich was. Und das ist auch in Ordnung so. Aber ja, wenn ich jetzt sagen würde, das macht mir richtig viel Spaß, dann würde ich dich total anlügen. Im letzten Jahr hatte ich, meine Miles-and-More-Auswertung ist gekommen, irgendwann im Januar, ich glaube 62 oder 66 Flüge. Und davon war, ich glaube, 6 oder 8 Mal das Gepäck nicht da. Da kann ich ja nicht sagen, hurra, das ist alles so geil und das Fliegen macht mir so viel Spaß und dann hinterher Unterhosen im H&M Deshalb, kaufen und wieder keine Hass, das ist ja mega, ne, das ist alles frage ich. Das ist auch der super. Grund, warum ich frage. Ich habe ja schon auf Instagram kriege ich ja schon öfter mal mit, wenn dein Gepäck nicht mitkommt. Und auch Ja. jetzt hier in dem Georgien-Vlog, was sie ja auch Unterhosen kaufen. Ne? Richtig, ja. Hat Amex das eigentlich abgerechnet? Hat das gefunktioniert? Ja, das ist ja immer so das Ulkige bei diesen Nummern. Die Ja. Versicherung der Amex, die hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet, also ich sag mal gleich, was da ist, die sagt, wir brauchen einen negativen Bescheid der Lufthansa, der Fluggesellschaft, Ja. dass die das nicht übernehmen. Ich sag mal unter uns, von der Lufthansa fehlt mir aus dem letzten Jahr eine Entschädigung dafür, dass sie mich aus der Business Class in die Eco runtergestuft haben. Bei 4 oder 5 Flügen die Einkäufe, die Belege, die eingereicht sind, keine Antwort. Der Customer Service antwortet nach wie vor, wir sind in der Pandemie und können uns im Moment nicht darum kümmern. Ja, also ich sage mal so, negative Bescheide habe ich nicht, also zahlt die Amex auch nicht. Aber die Versicherung der Amex hat mir schon mehrfach den Arsch gerettet bei anderen Dingen. Also die ist Gold. Ja, also Lufthansa hat durchaus ein Serviceproblem. Das Was? wissen die. Das ist denen durchaus bewusst. Selbst ich habe da Probleme gehabt und ich reise mit dann sozusagen mit einer, ja, Lufthanseatin. Ja. Und ich hatte selbst Probleme gehabt, wenn Flüge ausfallen. Das kann natürlich passieren aus witterungsbedingten. Ja, da kann man gar nichts machen. Aber wenn man dann nicht in der Regel ein Hotel einfach gebucht bekommt, sondern erstmal selbst bezahlen muss, dann ist das halt ärgerlich einfach. Und dann, wenn man dann noch einen Monat oder 2 Monate warten muss, bis Geld zurückkommt. Aber das geht ja natürlich mit anderen Fluggesellschaften genauso. Das ist eine Katastrophe, momentan weltweit zu fliegen. Es ist echt, echt schwierig und macht wenig Spaß. Deshalb habe ich aber Ja, auch gefragt, ob du noch gerne fliegst. und Frank, ich sag was. Also ich habe im ersten Pandemiejahr, also 20, einen Senatorstatus erflogen. Und in 21. Und in 22 requalifiziert, weil ich so viel geflogen bin. Also ich kann mich nicht beschweren, über nicht gereist zu sein in der Pandemie. Im Gegenteil, ich bin sicherlich mit am meisten gereist. Aber ich habe gar keine Schmerzen damit, dass Dinge passieren. Das ist ganz normal. Für Koffer, die nicht mitkommen, ist ja auch die Lufthansa verantwortlich, sondern Personal, was am Airport fehlt. Aber ich bitte Das dich, ist dann wahr. können die doch einmal gucken, die kriegen eine Nachricht über ihr System oder über per Mail, dann gucken die mal kurz auf die Vielfliegernummer und dann können die auch einmal sagen, okay, das kommt hier in der Warteschleife ein Stück nach vorne, weil der hat ganz offensichtlich hier Zehntausende von Euro in der Pandemie in unser Unternehmen investiert. Denn ich bin aufgrund des freien Mittelsitzes und der Tatsache, dass ich immer Angst hatte vor Corona, weil ich ja als Reiseleitung mit dabei war, bin ich nur Ja. Business Class geflogen. Ich habe also auch viele, viele Euros in diesen Laden investiert. Und da würde ich einfach erwarten, dass der Service so ist. Achtung, ja, jetzt überweisen wir hier mal von den letzten Bons das Zeug zurück. So. Auch da, wie gesagt, die haben auch im Grunde genommen zu viele Stellen abgebaut und Ich kriegen sie weiß. jetzt nicht mehr wieder nachbesetzt. Ich Das weiß leider, ist klar. ein Teufelskreis, wie in der Gastronomie auch. Ja, Ich klar. kenne auch ein paar Leute, das ist wirklich schwierig. Da hätten sie wahrscheinlich mal ein bisschen anders handeln müssen. Aber wahrscheinlich hat es sich dann auch am Ende wieder gerechnet. Aber natürlich ist es echt, echt, echt ärgerlich. Wenn du in Urlaub fährst, machst du Urlaub zu Hause? Ja, wir haben tatsächlich viel auch Urlaub zu Hause gemacht, Ja. aber wir haben auch den einen oder anderen noch größeren Trip geplant, sage ich mal, sehr neulich. Ja, also ja, wir sind in den letzten Jahren noch viel zu Hause geblieben. Ich war auch immer mal froh, einfach zu Hause zu sein und einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, mal eine Woche, so, mit ganz wenig Zeug zu tun. So. Aber ja, wir wollen auch noch ein paar Sachen angucken, die wir einfach sehen wollen. Und da ist USA auch mit durchaus ein Thema. Ja, vielleicht machst du einen Abstecher nach Washington. Dann mache ich den Reiseleiter. You never know, und ich würde mich sehr freuen. Es ist halt auch bei uns ja ähnlich, ne? Also bei meiner Frau, die fliegt die ganze Zeit und eigentlich, gut, wir machen schon Urlaub auch mal woanders, aber im Grunde genommen ist man auch einfach mal froh, wenn man zu Hause ist, ne? Oder meinetwegen nur, wenn man sich ins Auto setzt und nach Holland ans Meer fährt oder so. Klar, klar. Also das ist auch ganz cool. Ja, wie gesagt, ich hatte auch wegen dem Reisen, wegen dem Fliegen habe ich gefragt, weil ich ja deine ganzen Never-Ending-Stories da auf Instagram mitkriege, wo das Ja, Gepäck dann nicht und, mitkommt. und, und unter uns, das ist ja gar nicht böse, weißt du. Also muss man auch sagen, Nein, ich bin nein. ganz selten davon ganz schlimm genervt. Aber Ja. ich bin manchmal so ein bisschen, dass ich sage, Freunde, wenn ich diese Servicewüste anbieten würde,
Ja gut, dann hätten wir zu. Ja, also ganz klar sagen, warum kann man nicht einfach versuchen, seine Kunden so zu behandeln, wie man selber auch behandelt werden möchte? Und das tun halt manche Fluggesellschaften in letzter Zeit sehr schlecht. So. Und ja, das ist halt einfach schade drum, finde ich. So, muss man sagen. Irgendeiner hatte noch was gefragt, die Nina, ne, ob du ein Lieblingsland hast. Oh, das ist total schwer, Nina. Das kann ich echt ganz, ganz schwer beantworten. Ich sag mal erstmal zwei Länder, die am mit denen ich am emotionalsten verwurzelt sind. Das ist ohne jeden Zweifel Georgien und Armenien. Und das hängt, ich kann auch sofort sagen, warum. Da gibt es plausible Gründe für. Georgien war das erste Kaukasusland, was ich bereist habe. Und das hat mich einfach berührt, wie Menschen in Europa leben. Weil wir reden von Europa. Ist zwar der ganz östliche Teil von Europa, aber ist egal, ist Europa. Das hat mich einfach so ein bisschen berührt, weil ich schon sonst ja eher, ich sag mal, die reichen Länder dieser Welt besucht habe. So. Und gleichzeitig habe ich sowohl in Armenien als auch in Georgien einfach unfassbar geile Guides. Ja? Also in Georgien Katja, über die nichts geht. Ich reise nie wieder durch dieses Land ohne Katja. Sie ist der klassische Dienstleister mit dem Willen, alles überzuerfüllen. Ja? Also sprich, egal welchen Wunsch man hat, sie wird auf alle Fälle dafür sorgen, dass das irgendwie funktioniert. Ich sag's ja, beim Essen fängt sie plötzlich an mit abzuräumen. Da sag ich, hier gibt es doch Bedienungen, die das abräumen. Und sagt sie, ja, aber es ist meine Aufgabe zu helfen. Ich sage, nein, Katja ist nicht deine Aufgabe zu helfen. Deine Aufgabe ist hier sicher nicht, in der Küche zu helfen. Aber Katja ist halt einfach so strukturiert, die will jedem alles so recht machen, wie es irgendwie geht. So, und in Armenien ist ja, also gut, Georgien ist politisch mit Russland im Konflikt seit 96. Durch die zwei Georgien-Russland-Kriege. Da hat ja Russland im Prinzip geübt, wie man das mit der Krim machen könnte, vielleicht. Auch wenn jetzt viele behaupten, es ist der erste Angriffskrieg nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Das stimmt ja nicht. In Georgien ist zweimal überfallen worden. Und in Armenien gilt dasselbe, nur was Aserbaidschan und die Türkei betrifft. Es ist halt einfach ein Land, was eingekeilt ist mit 3 Millionen Armeniern im Land und das einzig christliche Land auf der Ecke da unten und ist ja in einem Dauerkonflikt mit Aserbaidschan und mit einer. Ja, können wir uns alle gar nicht vorstellen, aber mit einer Grenze wie die innerdeutsche Grenze von der Türkei getrennt, seit 1900, ich glaube, 55 geschlossen mit Todesstreifen und Zaun und allem, was ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Das ist alles real. Und da habe ich einen unfassbar geilen Guide, Aramais, ein echt guter Freund, für den ich sehr viele Dinge tun würde. Und das weiß er auch. Und er für mich sicherlich auch, wenn er das könnte. Aber ich glaube, wenn es irgendwann mal hart auf hart kommt, muss ich was für ihn und seine Familie tun. Deswegen, an diesen beiden Ländern hänge ich sehr emotional. So. Ansonsten reise ich natürlich nach wie vor ganz gerne nach Island. Ich finde Italien ein wunderbares Reiseland und ich mag auch tatsächlich Hongkong. Ich sag's, wie es ist. Ja, und ich mag auch Hongkong lieber als New York. Aus Gründen, die ich gar nicht beschreiben kann. Aber vielleicht, weil es so hügelig ist, könnte sein. Und so, es auch so grüne Stellen gibt. So, aber ja, ihr hört's raus, es ist schwer. Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich wahrscheinlich Kaukasus sagen. Aber ich finde eben auch Island nicht abtörend. Also ja, ich finde es manchmal doof, wenn er. 3 Reisebusse vom oder 30 Reisebusse vom Skoger verstehen. Das finde ich jetzt nicht so geil, aber es gibt ja auch andere Ecken auf dieser Insel. Ja, also wenn ich jetzt sagen würde, würde ich natürlich Irland auf jeden Fall nennen. Ne? Allein schon, weil Irland ein wunderbares Land ist, eine wunderbare Insel. Und ich würde nicht mal USA oder New York sagen. New York ist schon faszinierend und das ist eine faszinierende Stadt. Da muss man immer wieder hin und ich mag die, ich liebe die. Aber ich würde jetzt auch sagen, Jordanien zum Beispiel. Okay, ja. Ich war, ja, ich war ein Jahr, ich war ja ein Jahr in Jordanien und Jordanien ist ein wunderbares Land. Und da will ich auch unbedingt nochmal hin. Ist auch einigermaßen gut zu bereisen, auch sicher zu bereisen. Es ist ein unheimlich interessantes Land, auch glaube ich zum Fotografieren. Ich hoffe, man kann da Drohne fliegen. Ich hoffe, dass man da Drohne fliegen kann. Wenn nicht, muss ich sehen, dass ich irgendeine Ausnahmegenehmigung bekomme, weil da würde ich doch ganz gerne nochmal hin nach Jordanien. Da war ich auch ein Jahr gewesen und habe dann auch, das ist halt auch eine Größe, das Land, was man ganz gut in den Urlaub verpacken kann, ne? Also so, sagen wir mal, Ja. eine 10-, 14-tägige Jordanienreise, dann siehst du schon ganz schön viel von dem Land, ne? Ich habe tatsächlich von einer Deutschen, die zusammen mit einem Jordanier in Jordanien so eine Art Camp betreibt, ein Angebot. Mir fehlt auch da im Moment einfach die Zeit, um das weiter zu verfolgen. Aber ja, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Ich habe natürlich Bild- und Videomaterial dazu gesehen und du weißt ja, wie die sich dann bewerben im Zweifel.
die merken ja schon auch, dass wir eine gewisse Relevanz im deutschsprachigen Raum haben und schicken dir dann auch ordentliches Material. Da kommt ja kaum noch jemand, der irgendwie sagt, Achtung, ich schick da mal eine Mail hin, so und so. Also ich bin übrigens der und der, wollt ihr nicht mehr zu uns kommen? Das macht ja keiner mehr, so in der Form. Ja. Und von daher habe ich wirklich gute Sachen gesehen. Mir fehlt ein bisschen im Moment die Zeit. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich auf Sicht natürlich manche Dinge auch so vielleicht nicht mehr anbiete, wie sie heute sind. Das muss man auch dazu sein. Es gibt natürlich Reiseziele, die ich vielleicht auch so nicht mehr machen möchte. Und dann gibt es nicht Neues natürlich. Ja, der Olli schreibt schon, dass, ja, da müsste ich dann mal meine Connections in Jordanien zum Könighaus bemühen. Naja, ganz oft ist es ja tatsächlich so. Also selbst da, wo es mehr oder weniger verboten ist und man Genehmigung braucht, kann man ja Genehmigung anfragen. Also ja, das gilt für Island, Freunde, also alle die, die in Island fliegen wollen, das gilt auf Island auch. An den allermeisten Stellen ist Fliegen verboten. Und man braucht eine Genehmigung, die kann man aber anfragen. So, ja. Da kriegt man wieder nochmal einen ablehnenden Bescheid. Aber ihr dürft immer nicht vergessen, neben euch fliegen 30 andere ohne Anfrage und Genehmigung. Und was glaubt ihr wohl, wie froh die sind, wenn ihr derjenige seid, der eine Genehmigung hat? Und wie schön, dass ihr, wenn ihr weiterfliegen könnt. So, und da gibt es halt viele Stellen, da ist einfach verboten wegen Vogelschutz. Wenn da die Möwen am Boden brüten, warum müssen da Menschen ohne Genehmigung mit Zeug rumfliegen? Gibt's doch nicht. Rainer, ich habe nicht wirklich Beziehungen zum jordanischen Königshaus. Das war mehr so ein Scherz. Ja. Ich würde es aber wahrscheinlich darauf ankommen lassen, im Wadi Rum zu fliegen. Ich kenne das ist schon sehr, sehr, sehr weitläufig. Und hätte ich keine großen Probleme mal mit der Drohne zu fliegen. Das Problem wird halt sein, die Drohne ins Land zu bekommen und auch wieder raus. Ja. Wenn das schon wie Marokko zum Beispiel, Marokko verbietet die Einfuhr der Drohne. Ja. Du darfst sie gar nicht mitnehmen. Und wenn die dann am Flughafen halt kontrolliert wird und die finden die, dann wird die einkassiert. Und wenn du Glück hast, kriegst du sie, wenn du rauswickst, wieder. Also das ist schon. Aber das halte ich für sehr unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich sein soll, dass man sie wiederkriegt. Ja, das ist unwahrscheinlich. Die fliegt dann irgendwo beim Grenzbeamten, beim Sohn im Garten dann drum. Nee, also wie gesagt, nee, aber Jordanien, ein unheimlich beeindruckendes Land. Nicht nur, weil ich meine Frau da kennengelernt habe, auch weil die einfach, die haben das Rote Meer unten, ne? Die haben ein Stück Rotes Meer, die haben das Wadi Rum, ne? Jeder hat Lawrence von Arabien gesehen. Das sind Landschaften, die, da gehst du kaputt, ne? Also da kannst du fotografieren, das ist Wahnsinn. Wüste, die haben die Wüstenschlösser, die haben das Tote Meer, die haben Wadi Mujib, nennt sich das, das ist wieder Grand Canyon, ein bisschen in kleiner, aber so ähnliche Landschaft wie der Grand Canyon. Dann haben sie Kreuzritterburgen, dann haben sie das Jordantal, Amman und also wie gesagt, da könnte ich übrigens als Reiseleiter arbeiten. Ich habe da, wie ich in dem Jahr da war, habe ich glaube ich, so viel Besuch hatte ich noch nie gehabt wie in dem Jahr. Da könnte ich noch als Reiseleiter arbeiten, das würde gehen. Auf alle Fälle faszinierend. Ja, ist es auch. Ich muss halt mal wieder hin. Ich hatte ja auch versucht, können wir ja mal drüber reden, anstatt Washington Amman zu bekommen nochmal als Arbeitsplatz. Ne? Da war ich aber schon mal, aber es ist halt leider nicht möglich, dass ich da nochmal hin konnte. Sonst hätte ich auch gerne gemacht. Ich bin ja so ein Unwissender. Ist Amman ein Land? Nee, Amman ist die Hauptstadt von Jordanien. Ach so, okay, Amman. Guck mal hier. Ich weiß nichts. Ah, okay, du wolltest da aber noch. Aber du verwechselst es vielleicht mit Oman. Oman ja, ist genau, natürlich deswegen war ich so ganz verwirrt jetzt eben. Genau. Okay. Amman ist die Hauptstadt, Hauptstadt von Jordanien. Okay. Ja, gut, okay. Lieblingsland. Haben wir sonst noch Fragen? Leute, ich glaube, wir haben eine Frage vom Mike Herfurth gehabt. Moment, ich muss mal gerade gucken, die habe ich ja irgendwo gescreenshottet. Das war, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da wüsste ich gar nichts drauf zu antworten. Ich richtig. Moment, Moment, Moment. Hier. Euer hässliches Bild, unser hässlichstes Bild ever. Da kann ich gar nichts so sagen, weil alle hässlichen Bilder werfe ich meistens direkt in den Papierkorb. Ich weiß da auch tatsächlich nichts zu. Ja, das ist halt eine schwierige Frage. Hässliche Bilder, die mir nicht gefallen, die wandern irgendwo weg, die werden gelöscht oder so. Ne? Ja, jeder hat ja schon mal was fotografiert aus Versehen. Versucht zu fotografieren. Merkt, das ergibt keinen Sinn oder so, aber das sind die jetzt nicht die ich mir alle zwei Tage angucke und sage, Mensch, das ist das für ein schön hässliches Bild. Also insofern hat man die natürlich auch völlig verdrängt. Also, ja, ja. Nee. Also ich habe Sachen natürlich ausprobiert, die nicht funktioniert haben, die vollkommen, die ich gedacht habe, boah, das ist das geilste Bild der Welt, aber guckst mir dann noch an. Normal. Ja, dann kannst du vergessen, kannst du abhaken. Und du hast manchmal Bilder,
auf der Festplatte liegen, was mir jetzt immer noch aus den New York-Sachen geht. Ich gucke immer mal wieder durch, dann denkst du, boah, das ist gar nicht mal so schlecht, ne? Dann bearbeitest du es und kriegst ein richtig gutes Bild raus, ne? Also, ja, das ist halt so. Und ja, Bildbearbeitungsbesprechung oder Bildbesprechung ist bei dir natürlich auch sozusagen ein großes Standbein auf dem Kanal, ne? Also, muss man ja auch Ja, mal stimmt. sagen. Wir haben Ja. mittlerweile, keine Ahnung, muss ich mal gerade hier nochmal reingehen, Ich auch. bei dir auf dem Kanal. Wie viele Bildbesprechungen? Wo sind wir jetzt? Also ungefähr 439. 440. Irgendwas bei knapp 440, würde ich sagen. 439, genau. Siehst du? Von Samstag, die letzte. Ja, verrückt. Der Ja, ist das ist ja verrückt. Wahnsinn, oder? Ja, das ist schon verrückt. Und der Klaus war letzt auch zu Gast, habe ich gesehen. Korrekt, ja. Und er hat für gutes Traffic gesorgt, wie ich das hier Ja, das so stimmt. sehe. Ja, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Da Ja. ist ganz offensichtlich, hat YouTube das auch an seine Follower ausgespielt, weil er im Titel markiert war. Tippe ich jetzt mal. Ja. So. Also da scheint der Algorithmus zu funktionieren. Sehr gut. Ja, auf irgendeine Art und Weise. Welche? Keine Ahnung, aber irgendwie anscheinend schon, ja. Du hast auch Kanalmitgliedschaft, hast du ange du machst aber jetzt im Grunde genommen kein jetzt extra Content für die Mitglieder, Doch. sondern doch machst du was machst du da? Ja, wir machen unterschiedliche Dinge. Es hängt ein bisschen von der Stufe ab, aber wir machen in aller Regel, also es gibt für ab der zweiten Stufe Videos vorab zu sehen. Ah, okay. Und es gibt für die oberste Stufe, für die zweite und die oberste Stufe die können einmal im Quartal Bilder einsenden. Die landen in der Kanalmitgliederbildbesprechung, ohne dass sie irgendwie was tun müssen. Und andere müssen ja manchmal sehr lange warten, weil wenn die Bilder Ah, einsenden, kommen die okay, nicht das ist morgens sozusagen an. wie im Fantasialand, wenn du dann Genau, Fastlane diesen Pass quasi. da bekommst. Ja. Ja, okay. Und es gibt für die höchste Stufe einmal im Jahr ein Live-Webinar. Das muss übrigens jetzt als nächstes stattfinden. Ich weiß auch schon, was ich tun möchte, und die kriegen einen Live-Webinar von mir. Also gibt es da schon dann extra Content. Also das lohnt sich Ja, auf dann jeden schon, Fall. Leute. Wie Auf jeden gesagt, Fall, ja. manche machen es ja auch so, die aktivieren die Mitgliedschaft, damit die Leute auf der untersten Stufe oder so regelmäßig halt dann irgendwo da ihre was spenden können, sozusagen, Zwei so nach Euro dem einwerfen, Motto. ja. Ja, genau. Finde ich grundsätzlich, habe ich auch mal drüber nachgedacht. Es gibt ja auch diese super Senksfunktion oder Senksfunktion, die natürlich nie, wenn man nicht mehr dran denkt und wenn man halt so ein Abo hat, aber ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber bei dir, wenn es dann extra Content gibt, dann macht es natürlich Sinn. Ist ja auch extra Arbeit dann, ne? Ja, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, die haben natürlich dann in der Regel auch ein Jahr den Kanal unterstützt. Und da wollen natürlich auch was dafür kriegen. Ist ja So klar. muss das sein. So. Aber nichtsdestotrotz zieht YouTube 30% ein, ne? Klar, Oder? wie von allen Einnahmen, sage ich jetzt mal, ist YouTube ja Ja. so ein bisschen gierig, sage ich jetzt mal unter uns. Deswegen natürlich, Ja, wenn jemand so ein sagt, Mensch, bisschen. Mann, ich möchte dich unterstützen, ist mir natürlich alles wie Buy Me a Coffee und weiß der Geist, alles lieber als YouTube. Aber die Wahrheit ist auch, Definitiv. ist für viele natürlich einfach. So. Und das ist natürlich eine sehr regelmäßige Möglichkeit. Ja, ich find schon gut, dass YouTube die Möglichkeiten geschaffen hat. Das ist schon So sieht okay. es aus. So Ne? sieht es aus. 30% finde ich jetzt vielleicht auch ein bisschen viel. Ne? Apple macht das ja auch im App Store. Die ziehen ja auch erstmal allen Apps 30% ab. Naja, wenn man Monopol hat, dann ist das halt so. Ne? Und ich meckere auch nie über Google oder YouTube, weil die stellen ja immerhin die Plattform zur Verfügung. Und das kostet wahrscheinlich auch einen Haufen Geld, die ganzen Server und dieses ganze Videomaterial irgendwo liegen zu haben. Also das ist ja auch, darf man Ja, auch nicht wir vergessen. Ne? zwei würden doch unsere Videos nicht selber hosten wollen. Also erstens, die würde gar Niemals. keiner sehen, weil wir hätten keine Öffentlichkeit damit. Also, So, damit geht das Ganze wenn wir los. mal ehrlich sind, ist ja YouTube schon eine wunderbare Sache, Klar. weil man kann sich einer Öffentlichkeit präsentieren und hat eigentlich keine Kosten, außer dem Korrekt. Equipment oder so. Da kannst du ja auch mit dem Handy anfangen, das geht ja auch. Also, so gesehen. Ne? Wo wir schon mal dabei sind bei YouTube. Weißt du, was ich immer mache, wenn ich hier meine Abo-Box aufmache auf dem PC, dann sind ja so, ich tue erstmal alle Shorts löschen. Was hältst du von Shorts? Also, die gehen mir sowas, also ohne Quatsch, die gehen mir echt ein bisschen auf die Nerven. Ich bin zu alt für so einen Kram. Ja, ich verstehe auch nicht. Ich verstehe schon, dass Ja, ich Google hat auch. da eine Überlegung, TikTok und die Reels auf Instagram und Ja, so. weiß Instagram ist ja dasselbe. Wenn du auf Instagram nur noch Bilder postest, dann kriegst du keine Abonnenten mehr. Dann musst du ab und zu mal ein Reel hochladen, dann kriegst du wenigstens mal zwei oder drei mehr. Ne? Das ist einfach so, weil du wirst du nicht mehr benannt. Und bei den Korrekt. Shorts,
Die Shorts gehen mir echt auf die Nerven. Die spammen mir sozusagen meine Abo-Box voll, wo ich von meinen normalen Videos durchgucken möchte. Ja, ich weiß, ist bei mir auch so. Und jetzt mal, sind wir doch mal ehrlich: Ein Short, der 1 Minute lang ist, ne, muss man den unbedingt so aufnehmen? Den kann man doch auch so aufnehmen. Ja, aber du weißt doch. Oder? Die meisten, die diese Shorts aufnehmen, die nehmen diese Shorts auf, um die auf mehreren Plattformen zu veröffentlichen. Ja, aber man kann doch auch rein Und theoretisch, wenn man TikTok. dieses Format ist halt auf Instagram sehr schlecht. Das heißt, die filmen das so rum für TikTok und Insta und ballern das auch noch schnell zu YouTube. So läuft das Aber wäre halt. es denn nicht einfacher für Instagram oder TikTok, mal TikTok, aber Instagram einfach einzuführen, dass wenn man das Handy so schön, dass man die Bilder auf einmal im Querformat sieht und die Videos im Querformat, das wäre doch ganz einfach, oder? Ja, das verstehe ich auch überhaupt hinten und vorne nicht, warum Tut das mir nicht leid. funktioniert. Instagram hat immer noch keine iPad-App. Ich weiß. Okay. Was erlaube Mark Zuckerberg? Was erlaube Strunz, genau. Also ohne Quatsch, es ist echt manchmal nicht zu verstehen. Natürlich, wir sind alt, du hast recht, wir sind älter und der Content ist halt TikTok, ist jetzt im Moment der Platzhirsch und die wollen halt ein bisschen was davon abgreifen. Aber die Shorts, die müssen sie irgendwie trennen. Boah, das ist nervig, ne? Und dann sind es teilweise natürlich, es gibt ja auch Shorts, die wirklich einen Inhalt haben. Kann man machen, Korrekt. eine Ja. Minute. Aber Ja. es gibt so unsäglich viele Shorts, da wird einfach nur hochgeladen, wo einer mit der Insta360 einfach 1 Minute durch den Wald läuft. Ja, ich Ja, weiß, ich weiß. super. Und wenn Hat es dann keinen noch das Mehrwert, lustige bringt niemanden was und ist Katzenvideo ist, ganz dann viel wäre es ja noch Unsinn. okay. Ja. Okay, genug gebasht. So, wir haben über die Bildbesprechung geredet und jetzt machen wir natürlich mal eine kleine Überraschung. Jetzt darfst du mal ein Bild von mir besprechen. Oha. Und du darfst dich bitte nicht zurückhalten. Ich mache einfach jetzt ein Bild von mir rein. Warte mal, ich muss mal gucken. Vielleicht ein aktuelles, was demnächst kommt. Warte mal. Und da bin ich ja mal gespannt. Warte mal, jetzt muss ich auch nicht gerade das Schlechteste nehmen. Boah, muss ich gucken. Mal gucken hier. Du musst auch ein bisschen was, wo du auch ein bisschen was zu meckern hast, ne? Nee, zeig dein Bestes. Habe ich auch was zu Nein, meckern? nicht mein Bestes. Ich zeige eins, was ich letztes gemacht habe, was ich hier in Runkel an der Lahn gemacht habe. Moment, ich mach das mal groß. So, zack. Und dann darfst du das mal besprechen. Bin gespannt. Und wir gehen in den. Zack. Da ist es. Okay, ich muss hier mal das Licht ausmachen, damit ich es besser sehen kann. Das klingt für euch verrückt, aber es ist hier nicht so hell, wie es aussieht. Guck mal hier so, jetzt kann ich auch nicht hingucken. Ja. Weil da sind jetzt ein paar Sachen drin, die mir vielleicht auch nicht so gefallen. Und da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also ich kann nicht ganz genau erkennen, was das unten rechts in der Ecke ist, aber ich glaube, das ist ein Stück Mauer von dieser Straße. Ganz unten rechts ist Ja. so ein kleiner heller Fleck in der Ecke, den hätte ich auf alle Fälle weggestempelt. Genau. So. Die Belichtung ist eine sehr schöne, finde ich. Also die Wolken sind richtig schön weitergezogen. Also das ist ja wahrscheinlich geschlossene Blende und Filter, vermute ich fast. Ja, ich glaube 30 Sekunden. Ich glaube, brauchte schon gar keinen ND-Filter mehr. Okay, also vielleicht, weil es so dunkel ist und es sehr windig war, weil die Wolken haben ja richtig gute Bewegung vorne. Die wären schöner, wenn sie auf die Kamera zu oder von der Kamera weggezogen wären und nicht quer dazu. Das ist ja immer bei Filteraufnahmen so. Wenn Wolken im Bild sind, hilft das immer, wenn das in Kamerarichtung ist und nicht quer dazu zieht. So, das Einschussloch, also der Blendenstern, der ist schon sehr, sehr dominant in dem Foto. Und an keiner schönen Stelle, finde ich, weil er so sehr in der Mitte ist und da so sehr stark ablenkt, ist Ja, mein ich Gefühl bin. jetzt hier, wenn ich hingucke. Ja. Belichtet ist sonst richtig geil. So, ist ja auch sicherlich in Lightroom noch ein bisschen rumgedreht, dass die Häuser so Ja, aussehen, wie sie aussehen und so weiter. muss ich machen. So, was mich auch noch ein bisschen stört, aber da habe ich jetzt von hier keine Lösung für, weil ich nicht weiß, wie es vor Ort ausgesehen hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es geholfen hätte, wenn du einen halben Schritt zurück und zwei Schritte nach rechts gegangen wärst, weil der Torbogen, der rechts am Rand angeschnitten ist, den hätte ich da wahrscheinlich nicht haben wollen, sondern den hätte ich versucht wegzuschneiden. Weißt du, was ich meine? Also da die Kante auf den Pfosten zu setzen, auf den Brückenpfeiler und nicht auf den Torbogen in der Mitte. In der Mitte des Torbogens. So, sonst kann ich das aus der Entfernung, weil ich sehe das auf dem Fernseher, der hier 3 Meter weg ist, Okay. ziemlich klein, kann ich da keine Details erkennen, wo ich jetzt sagen würde, das geht alles, da geht irgendwas nicht. Es ist gut belichtet, gut gemacht, finde ich.
Ja, aber das, ich habe jetzt extra mal das Bild genommen, wo ich auch sage, das ist nicht super perfekt oder so. Das sind auch sozusagen hier unten die Ecke da halt, ne? Ecke Ja, da ja, unten. ja. Und auch, ja, der Plettenstern der passt da eigentlich gar nicht so richtig hin. Ne? Und warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich nicht sogar dieses Bild, was du gerade gesagt hast, gehen wir mal kurz raus. Eigentlich sollen die Bilder ja erst im nächsten Video kommen, aber wir können ja mal ganz kurz gucken, ob ich da Ja, irgendwo, wir tun ich einfach so, als glaube, hätten wir es nicht gesehen. du meinst ungefähr die Perspektive, ne? Ja, das ist mir vielleicht ein bisschen zu weit schon rübergegangen, aber es ist auf Ja. alle Fälle schon mal besser. In diesem Fall würde ich sagen, es ist sehr, sehr spack, besonders oben. Also es ist einfach viel zu eng geschnitten am oberen Bildrand, leider. Ja, da habe ich leider nicht mehr gehabt. Ja. Ja, glaub mir, diese Ausreden kenne ich alle. Ich habe nicht mehr Aber gehabt. die Burg ist oben angeschnitten, das hätte ich versucht zu vermeiden. Ja, warte mal, doch, hier, ja, das ist aber, hier hast du wieder dasselbe Problem, ne? Mit der Mauer rechts unten. Ja. Aber da ist die Mauer nicht aus Versehen drauf, sondern ist sie so richtig drauf. Ja, also ist auf alle Fälle besser, finde ich. Aber auch hier hätte ich wahrscheinlich ein Stück weiter noch nach links geschwenkt. Ja, war gar nicht so einfach vor Ort. Ich muss mal Kann ich mir gucken, ob ich vorstellen. da irgendwo. Pass auf, dazu sage ich, du kennst ja Rudi Völler, der mit Waldi Hartmann spricht. Ich meine, ich sitze hier trocken auf dem Sofa, habe 2 Gläser Mineralwasser drin und habe natürlich auch leicht Ja. reden. So. Ja, aber ich finde es faszinierend. Das sind nämlich eigentlich auch genau die Sachen, also die meisten Sachen, die du gesagt hast, die mich auch an dem Bild stören, aber die natürlich mich nicht davon abhalten, die trotzdem dann zu benutzen, weil die eigentlich schon ganz cool sind, die Ja, Bilder. pass Oder, auf, ne? Die sind das eigentlich finde ich zum ganz Beispiel cool sehr, sehr geworden. gut. Gibt es verschiedene Gründe für. Das würde ich rechts noch ein Stück beschneiden, weil da ist auch wieder, da lunzt der Torbogen gerade so durch, rechts am Rand. Aber die Spiegelung ist Ja. natürlich richtig geil, da oberhalb des Wehres. Die ist wirklich richtig cool. Gefällt mir sehr. Gut geschnitten. Unten rechts ist auch so ein bisschen Gestrüpp im Bild, aber das hast du auch schon schnell weggestempelt. Ja, hier war halt die Idee, dass ich halt sozusagen dieses Wehr da so ein bisschen als Linie halt da rein ins Bild. Ne? Ist auf jeden Fall ein geiler Fotospot und wie gesagt, wir wollen auch nicht zu viel davon verraten. Da gibt es ja ein Video drüber. So. Und jetzt hast du auch mal ein schönes Bild von mir besprochen. Moment, wir gehen mal wieder hier in die normale Ansicht rein. Und ja, dann können wir auch zumindest den Leuten mal ankündigen, dass ich als fotografierender Hobbyamateur dann auch bei dir mal in der Bildbesprechung demnächst irgendwo als Gast sein werde, ne? Das haben wir zwei ganz fest vor und das probieren wir auch zu machen. Ja. Weil das Schöne daran ist ja tatsächlich so, diese zweite Meinung zu kriegen, weißt du? Und die spielt überhaupt gar keine Geige, ob das jemand ist, der. Das ist ja gerade das Schöne, wenn der nicht so tickt wie ich. Zumindest nicht hundertprozentig. Weil, Ja, ich ich finde sage jetzt das mal was auf jeden Fall Lustiges. in Guck Ordnung. mal, das habe ich auch schon mal irgendwo, aber ich glaube noch nie auf YouTube gesagt. Ein Großteil der Bilder, die eingesandt werden, werden eingesandt, weil die Einsender wissen, dass mir das Bild gefällt. Verstehst du, was ich Ja, meine? Die ja. schicken ein Bild, von dem sie wissen, dass sie Ja. gelobt werden. Das würde ich ja wahrscheinlich auch so tun, wenn ich Einsender wäre. Aber das ist natürlich für die Bildbesprechung kontraproduktiv. Also richtig Das heißt. produktiv wäre es halt, wenn du denkst, das ist jetzt das geilste Bild, was ich je gemacht habe. Weißt Ja. du, was ich meine? Also mir Ja. gefällt das total gut und dann wird es halt nochmal, dann sendest du es halt ein und dann wird vielleicht nochmal darauf hingewiesen, ja, da könnte es aber vielleicht sogar noch ein bisschen geiler oder noch ein bisschen besser werden, ne? Ja, aber das ist ja genau das Problem dabei. Wenn du Bilder einsendest, die sehr nah an dem sind, wie ich sie fotografieren würde und wie ich sie auch gut finde, dann suggeriert mir das, dass du relativ gut fotografieren kannst. Und ich suche auch tatsächlich die ganz kleinen Details. Das ist ja auch klar. Aber manchmal tut man damit natürlich ein Unrecht, weil der ist einfach gar nicht so weit und diese Details hat derjenige oder diejenige überhaupt nicht auf dem Schirm. Das heißt, erstens, natürlich denkt die Community, was ist das für ein Sack? Da sendet jemand ein Foto an, das ist richtig geil und jetzt sucht er das Haar in der Suppe, um irgendwas sagen zu können. Ja? Aber das hängt halt damit zusammen, dass ganz viele Bilder senden, weil sie wissen, mir gefällt das Bild. So, ich würde es ja viel besser finden, Menschen würden Bilder senden, die mir nicht gefallen, damit ich mich da auch mit beschäftigen kann. Und das ist das Coole, wenn man das zu zweit macht. Man kriegt halt einen zweiten Blick auf das Ja. Foto. Und der sorgt natürlich auch bei mir manchmal für den Effekt, dass ich sage, tatsächlich, das habe ich so gar nicht gesehen. Und das hätte ich War so auch auch gar recht nicht gesehen. spannend. Also die Folge mit Klaus war auch recht spannend, Ja, fand ich und auch. zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind. Teilweise gleich, klar, Logo, Klar. aber teilweise auch total unterschiedlich. Ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Auf jeden Fall eine das machen wir spannende auf jeden Geschichte. Fall, Frank. Ganz, ganz sicher. Das machen wir auf jeden Fall. Das wird spaßig. Das habe ich immer Lust, sowas zu machen. Und ja, und wie gesagt, ich finde es, mit Fotografieren darf man auch nicht zu ernst nehmen. Weißt du, Das stimmt, manche das stimmt. Leute nehmen.
Die nehmen es einfach zu ernst. Da muss man keine Wissenschaft draus machen. Am Ende muss das Bild einem gefallen und dann ist es gut. Ja, Und und es muss auch meine Spaß Bildbesprechungen, machen. genau, und auch meine Bildbesprechungen sind so wie so ein Buffet. Du nimmst dir das, was dir gefällt, und was dir nicht gefällt, da gehst du weiter. Weil natürlich ist das nicht die letzte Weisheit, die ich da verbreite. Du musst ja nicht, oder diejenigen, die da zugucken und meistens ja gar nicht selber eingesandt haben, sondern einfach Bilder von anderen, die ich beurteile, sagen, die müssen sich ja nicht das nehmen, von dem sie sagen, das stimmt nicht, das sehe ich anders. Bleib bei deinen Dingen. Lass dich nicht von anderen beeinflussen, so wie in meinem Fall. Sondern wenn du sagst, das ist aber das Geilste, was man machen kann, weil ich habe es auf diesem Foto gesehen und das würde ich jetzt auch gerne machen. Und Frank hat gesagt, das gefällt ihm nicht aus den und den Gründen. Wenn die nicht für dich nicht nachvollziehbar sind, du findest nach wie vor, dass das Geilste ist, mach das weiter. So Auf findet jeden man seine Fall. eigene Fotografie. Ja, der Andi fragt mich was. Und zwar, was ist dir lieber, Landschaftsfotografie oder Street? Das ist ja eine gute Frage. Da ich ja mit Streetfotografie erst in New York angefangen habe, also das macht mir schon Spaß. Ne? Also Streetfotografie macht schon Spaß. Ne? Allerdings macht mir sowas auch Spaß, hier diese Burg da zu fotografieren, einfach einen schönen Spot zu finden, mich da hinzustellen und ganz gechillt Langzeitbelichtungen zu machen. Das ist irgendwie so ein bisschen entschleunigt. Ne? Also muss ich Auf ganz jeden ehrlich Fall. sagen, das ist so ein bisschen, ne? Du drückst drauf, belichtest mal 2 Minuten, dann hast du da Zeit, einfach mal ein bisschen chillen. Also. Das ist schon ganz cool. Allerdings muss man schon sagen, Street-Fotografie hat was. Ich mag beides. Also ich bin mit, also pass auf, wenn ich jetzt nach Irland, im Norden von Irland fahre, nach County Mayo oder County Sligo, dann ist natürlich total geile Landschaften. Dann ist auch kein Street oder so. Ja, kannst du da auch machen, in Galway oder so. Werde ich auch machen, aber es ist beides. Also mir macht beides Spaß. Ne? Und bei Street muss man ja ganz ehrlich sagen, bei beidem eigentlich bin ich ja echt wirklich am Anfang. Also, ne, also ich weiß auch gar nicht, wo sich das alles hin entwickelt. Gar keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. In eine Andi. gute Richtung auf jeden Fall. Ja, also zumindest in die Richtung, dass, wie gesagt, wenn ich jetzt mal hier, warte, wir können ja noch mal kurz hier drauf gehen. Wenn ich jetzt hier auf mein New York-Album da gehe, das macht mir einfach Spaß, diese Bilder dann nochmal zu gucken. Warte mal. Wo haben wir denn hier? Street People New York. Ne? Das macht einfach Spaß, solche Bilder hier zu gucken. Ne? Aus dem Central Park, so Moments, wo du einfach so einen Moment einfrierst, wo du dich ewig dran erinnerst, wo der Typ da, der hat da gespielt, hat dann so ein Weihnachtslied gespielt und ich habe mich danach noch mit ihm unterhalten und so und habe ihm auch noch ein Bild geschickt. Das macht einfach Spaß. Oder auch hier, ne, wo sind wir denn hier, der Klassiker? Ich weiß gar nicht mehr, wo. Oder hier die Braut hier. Die Braut da im Central Park unten, die mir einfach da so vor die Linse gelaufen ist. Ne? Einfach, das sind einfach so Sachen, die einfach cool sind. Ne? Einfach wunderbar. Und ja, das macht mir schon Spaß. Das will ich auch weiter verfolgen, definitiv. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja etwas, was man Mache ich überall auch. machen kann und was eben auch einfach, das ist ja auch total cool. Also die meisten, die hier zugucken, wahrscheinlich kennen die Vivian Maier. So. Und wenn man sich das anguckt, wie faszinierend das heute ist, dann kann man natürlich sagen, ja, so faszinierend werden unsere Fotos nicht sein, weil es wird natürlich viel, viel mehr fotografiert als in den 50ern und 60ern in Chicago. So, Ja, vollkommen. natürlich. Ja? Aber nichtsdestotrotz ist das natürlich trotzdem etwas, was uns fasziniert. Weil man braucht doch nur in das Fotoalbum seiner Eltern zu gucken und findet da schon faszinierendes Zeug. Und das ist nicht ganz so lange her. So, Ja. und gleichzeitig schafft man Erinnerungen. Und wenn man mit Menschen, das finde ich das eigentlich das Schönste an der Streetfotografie, oft kommst du halt auch mit Menschen ins Gespräch. Weil klar, ich liebe es natürlich, die zu fotografieren, wenn die das nicht sofort merken, dass sie fotografiert werden sind. Aber ich sorge fast immer dafür, dass sie es anschließend merken. So, und dann habe ich auch schon sehr, sehr gute Kontakte gehabt und sehr nette Gespräche mit unfassbar verschiedenen und diversen Menschen auf dieser Welt, mit denen man sonst ohne die Kamera nie ins Gespräch gekommen wäre. Also einfach richtig geil, finde ich. Ja, aber ich würde das noch nicht mal ausschließen, dass unter Umständen schaffen es auch Bilder von uns, die vielleicht irgendwo dann in 1000 Jahren nochmal auf irgendeiner Festplatte stehen, in irgendeinem Geschichtsbuch oder so, weil es einfach die Situation gerade war, wie das Leben halt war. Ne? Klar, diese You never know. ikonischen, das weißt du halt nicht. Natürlich, Genau. es wird ja alles mittlerweile fotografiert. Ne? Und klar, die Brooklyn Bridge, die wird jeden Tag 100.000 Mal fotografiert. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass kein Bild von mir, von der Brooklyn Bridge in 1000 Jahren in irgendeinem Buch drin sein wird. Ne? Aber vielleicht hast du gerade diese eine
diesen einen Moment hier, keine Ahnung, hier, was weiß ich hier. Die Polizisten, die um die Mülltonne rumstehen und gerade Lunch machen, ne, wo dann sagst, oh ja, guck mal. Also, ich würde sagen, mir macht beides Spaß, Andi. Was macht dir eigentlich, Frank? Welche Art von Fotografie macht dir persönlich, nicht berufsmäßig, am meisten Spaß? Das kann ich echt ganz schwer beantworten. Ja, ne? Jegliche Art oder was? Also im Moment macht mir sehr viel Spaß Top-Down-Aufnahmen mit Drohne. Aha, ja, Das interessant, ne? macht mir wirklich sehr viel Spaß, weil das einfach so einen ganz anderen Einblick bietet. Und dann macht mir eigentlich tatsächlich Landschaftsfotografie überwiegend auch sehr viel Spaß, weil es eben so eine sehr langsame Art der Fotografie ist. Weißt du, wo ich auch bereit bin, durchaus mal eine Stunde in so ein Foto zu investieren. Erstens Ja. irgendwo zur Not hinzulaufen, wo man eigentlich sonst nicht hinkommen würde. Ich sage nur, der beste Fotospot ist nie da, wo der Bus hält. So. Das Und ist in genau, der und Regel so. gleichzeitig eben dann sich da auch Zeit nehmen und sagen, komm, jetzt stelle ich mein Stativ hin, dann gucke ich mal ohne das Stativ den Kamerasucher aus verschiedenen Perspektiven, wie sieht das aus, dann mache ich das Stativ auf die richtige Höhe, richte den Kopf aus, überlege noch, brauche ich einen Filter oder nicht und all diesen Gedöns, was man dann so macht, und dann mache ich ganz bewusst ein Bild. Also ja, tatsächlich dann im Zweifel Landschaft wahrscheinlich. So, auf der anderen Seite finde ich auch Porträtfotografie gut, wenn wir das auf Reisen machen, weil man natürlich mit dem Motiv sprechen kann und das natürlich für gemeinsam ein besseres Foto sorgt als meine Landschaft, weil die ist halt Ja, nicht schwer zu bequatschen. das sind halt alles so Sachen, wo ich mich auch gerne ausprobiere. Ne? Also Porträtfotografie, da bin ich immer schon mal dran, dass ich den Klaus, ne, der macht ja viel mit Porträt, dann einfach mal, wenn der sowas macht, den begleite und einfach zugucke, wie der das macht und vielleicht selbst zwei, dreimal ein Foto mache. Und ich würde jetzt einfach sagen, klar, Landschaftsfotografie hat so ein bisschen das, da kommt man am meisten runter, ne? Bei Street ist es halt nun mal wirklich so, du musst halt auch an dem Tag gut drauf sein. Also du kannst nicht, New York ist es noch ein bisschen was anderes. Die Leute scheißegal, ne, ob du drauf fällst. Also wirklich, 99% der Amerikaner ist es vollkommen egal, ob du die fotografierst oder nicht, ne? Ich weiß. Aber hier, ich habe das ja jetzt auch schon mal hier in Deutschland gemacht, ich war in Koblenz, ne, oder auch jetzt auf dem Currywurst-Festival in Wien, und durch Koblenz laufen mit der XE4 und dann einfach mal draufhalten und so, ne? Und ich meine schon, dass Streetfotografie in Deutschland auch gerne Gesichter zeigen darf, ne? Ich bin jetzt kein Mensch, der ständig nur Leute von hinten fotografieren möchte oder nur Schatten oder sowas. Also ich bin schon der Meinung, dass auf dem Bild auch mal ein Gesicht zu sehen sein darf, wenn es, also mein Bauch mir sagt, dass das okay ist. Weißt du, was ich meine? Ne? Ich würde jetzt keine Bilder veröffentlichen oder von Leuten in hilflosen Situationen Genau, oder in der ganze komprimierenden Kram. Situationen und so weiter alles nicht, klar, aber Einfach so ein gesunder Menschenverstand, glaube ich, dass man den hat. Klar, wenn wirklich einer sagt, ey, ich bin auf dem Bild drauf und auch groß, und bitte lösch das, oder nee, will ich nicht, dann wird das natürlich dann lösche gelöscht, ich. selbstverständlich. Definitiv. Und wenn so Bilder auch in eine Publikation gehen würden oder würde es sie verkaufen oder so weiter, dann muss ich natürlich auch absichern. Ne? Aber einfach mal hier so ein paar Bilder für mich selber machen, da sage ich jetzt mal, da darf auch mal jemand mit einem Gesicht drauf sein oder einem halben Gesicht. Ne? Kinder ist schon wieder was anderes. Ne? Klar, Deswegen. Also das macht auch Spaß, aber es ist halt bei weitem nicht so entspannend. Die Entspannung bei der Streetfotografie kommt eigentlich nach der Streetfotografie. Wenn du dann das stimmt. deine Bilder auf die Festplatte draufpackst und guckst, ach, guck mal, wie geil, weil du weißt ja einfach gar nicht direkt am Anfang, ja, sind die jetzt was geworden oder so. Also du guckst ja nicht nach jedem Bild, ob da etwas geworden ist. Das machst du bei der Landschaftsfotografie, machst du das schon, ne? Jeden Da Fall. tust du nochmal gucken, Da hast du ja auch viel ne? mehr Zeit investiert. Das heißt, du Genau. willst dir auch sicherer sein, dass es was geworden ist, weil du natürlich Ja. auch vorher schon mal ordentlich Zeit investiert hast. Ja. Und der einfach dann der Weg auch das Ziel ist. Du gehst einfach irgendwo, du fährst jetzt diese Burg da, die habe ich mir halt ausgesucht. Die ist mir irgendwann mal aufgefallen. Da habe ich gesagt, ey, die ist ganz bei mir in der Nähe. Fahr doch einfach mal dahin. Ne? Ganz gemütlich, stellst dich dahin und guckst und fotografierst 2, 3 Stunden, frierst dir den Arsch ab. Aber das ist halt nun mal so. Und dann, aber hast du ein paar schöne Bilder im Kasten. Ne? Also das macht schon Spaß. Und wie gesagt, Drohnenfotografie ist eine ganz spannende Sache. Und deswegen sage ich ja, wenn ich mich da mehr mit beschäftigen würde, und du wahrscheinlich auch, dann würdest du schon diese Mavic 3 mit dem MFT-Sensor haben wollen, oder?
Ja, das kann schon sein, wenn man jetzt sagen Ja, würde, wenn du es jetzt kommt wirklich auf das sagst, letzte bisschen Qualität an. Aber ja. jetzt komme ich. Ich glaube, dass das nicht nötig ist. Ja, also Nötig nicht. ich glaube, die meisten unterschätzen, was so möglich ist. Ich sage dazu Folgendes: Wir haben hier oben im Wohnzimmer drei Leinwände hängen. Diese Leinwände sind alle 1,60 mal 1,20 m, also Microfasern. Insofern Abmessung 4 zu 3, 1,60 mal 1,20 m. Und die sind alle mit 16 Megapixel Microfasern-Sensoren fotografiert worden. Also deutliche Generation vor EM1 Mark II, glaube ich. So, also die älteren Olympus-Kameras. So, die sind über jeden Zweifel erhaben. Niemand kommt da hin und sagt mit dem Fadenzähler: Mensch, ich muss hier mal eine Spucktüte haben, weil die sehen so schlecht aus, die Fotos. So, der die sieht. Und das sind halt 16 Megapixel. Und deswegen glaube ich, dass die allermeisten, ja, überhaupt gar nicht das Bedürfnis haben für mehr Megapixel, also mehr Auflösung. So, jetzt können wir alle sagen: Ja, der Sensor ist größer, ich kann vielleicht ein bisschen mehr bei schlechteren Lichtverhältnissen Fotos machen. Ja, mag sein, aber ich selber Also bin kein Dämmerungsflieger mit der Drohne. Also. in der Regel machst du mit der Drohne ja seltenst So. Lowlight-Bilder. Dann wird es auch schon eng, wenn du länger wie 1 oder 2 Sekunden belichten musst in der Luft, ne? Dann werden die eh unscharf. Das ist schwierig. Also ich glaube, 1 Sekunde ist das Maximum. Und dann hast du aus 50 Bildern vielleicht 10 gute, wenn überhaupt, die dann nicht verwackelt sind. Das hatte ich ja schon Ja, mal kann sein. ausprobiert. Okay. ND1000-Filter für Drohnen sind eigentlich ziemlicher Quatsch. Gibt es ja auch von FreeWell. Ja, ich Wenn weiß. du versuchst, so einen Wasserfall zu fotografieren mit ND1000-Filter, und da musst du wirklich vollkommene Windstille haben und maximal 1 oder 2 Sekunden. Mehr geht da nicht. Aber es ist halt spannend, weil du von oben halt ganz andere Strukturen siehst, ne? Ja, Also klar, jetzt, ich auf meine jeden jetzt Fall. Straßen, die sich hier den Berg runterwinden oder so, Ja. oder Felder oder, ne, Baumwipfel, das ist schon sehr, sehr Straßen, cool, ne? Straßenzüge, was auch immer, ja, klar. Macht man viel zu wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, dass die geilsten Motive natürlich auch wieder da sind, die von oben, wo dann halt teilweise Klar. Drohnenflugverbot ist. Ne? Aber okay, so ist das. Wer, wer kennt, Jo, wer kennt, wer Leute, kennt ihn wenn nicht, den ihr. Bildschirmschoner vom Apple TV, wenn es über dem Flughafen ist und so? Hä? Ja, genau. So, Leute, ich hätte ja mir gewünscht, dass ich mal in Dingens fliegen konnte in New York, aber das war halt nur möglich auf der New Jersey-Seite. Ich habe eigentlich nichts mehr hier auf meiner Liste drauf. Ne? Wir sind auch schon fast, ja, zwei fast, wir sind schon wieder über 2 Stunden, 2 Stunden Ja, 15. ich Also würde mal Leute, wenn sagen, ihr das ist noch, weit vielleicht ganz normal, oder nicht? ja, das sind wir im normalen Bereich. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt an den Frank, ne, und an mich, dann stellt ihr kurz, ich wollte ja noch ein bisschen kurz mal Werbung für den Olli machen. Das machen wir jetzt noch gerade. Ja, macht das. Dann hast du auch mal was davon gesehen. Ich muss mal gerade gucken. Ich weiß nicht, ob der Olli noch. Muss ich mal auf Abos gehen? Wo ist der Olli? Das war doch gestern irgendwo. Ah ja, genau, der Westen der USA. Zack. Hey, Leute, guckt euch das Video an. Das ist wunderbar. Am besten auf dem großen Fernseher oder auf dem 4K-Bildschirm. Okay. Moment, ich erstmal die Werbung abwarten. Hast du So. kein YouTube Premium? Nee, noch nicht. Ich denke immer mal drüber nach. So, wir tun uns mal unten in die Ecke packen und gucken mal, ob noch irgendwie Fragen gleich kommen. Also, der Olli, der war auf einer Reise in den Westen der USA und hat da echt wunderbare, sensationelle Bilder mitgebracht und hat das also wirklich profimäßig zusammengeschnitten. Und der Olli ist auch so ein Typ, der nutzt keine Actionkameras und keine Smartphones. Ne? Das siehst du auch. Da ist der Bildlook natürlich komplett anders. Der benutzt übrigens auch Auf jeden Fall. die Mini 3 Pro, ne? Okay. Und aber sonst halt, glaube ich, Nikon-Kameras. Und er ist kein Freund von dem Smartphone-Look, die Action-Kameras haben. Klar, das passt aber zu seiner Art Filme auch nicht. Er hat sehr viele Timelapsen gemacht und wirklich ein paar richtig geniale, sage ich jetzt mal, Moment, geniale Bilder mitgebracht. Vielleicht sollten wir da mal gucken. Grand Teton zum Beispiel. Das war ziemlich hinten.
Ja, zum Beispiel hier, ihr könnt euch das ja mal angucken. Da ist so eine Mühle unten. Da musst du in der Tat, ich glaube, $150 bezahlen, dass du da runterklettern kannst und Bilder machen darfst. Die Amis sind so bekloppt, ne? Irre. Ne? Ja. Gut, das hätte ich jetzt nicht gemacht. Mir hätte dann auch, sagen wir mal, das hier gereicht. Sowas zum Beispiel. Ne? Auch gar nicht mal so schlecht. Ja, auch gar nicht mal so schlecht, genau. Und ja, das sind ne, so ein Alpenglühen im Hintergrund. Und also, und wie gesagt, das ist ein wunderbarer Film und da wollte ich mal ein bisschen Werbung für machen. Hier zum Beispiel die Scheunen da im Grand Teton. Das ist natürlich klassisch, ne? Klassische USA, klassischer Westen. Ne? Sehr schön. Ja, sehr schön. Und haben wir hier noch was? So, warte mal. So, da. Das ist halt Bombe. Ne? Das möchte ich also durch, wenn ich jetzt in Washington bin, würde ich auch gern mal mir 4 oder 5 Tage frei nehmen und dann mal so in die Richtung mal fahren und auch mal so ein bisschen durch die Gegend fahren. Ne? Guck mal, ich kannte den Olli gar nicht, habe aber jetzt mal schnell gerade einen Screenshot gemacht hier. Ja. Den wirst du bei Michael sehen. Der kommt auch hin. Wahnsinn. Ne? Lustigerweise hat er auch fast nirgendwo übernachtet. Er hat sich so ein, weiß ich gar nicht, was das war, ein SUV hat er sich gemietet und hat sich im Walmart eine Matratze gekauft und hat die hinten reingepackt und hat im SUV auf Campingplätzen übernachtet, Ja, cool. um da so ein bisschen die Kosten, nehme ich mal an, Ha. zu nehmen. Der macht auch den nächsten Livestream darüber, über diese Geschichte da, diese USA-Geschichte. Wenn ihr da Fragen habt, geht mal bei ihm auf den Kanal. Also wie gesagt, das muss man oft einfach unterstützen, wenn jemand so, der hat auch zu wenig Abonnenten, ich glaube 3 oder 4.000 oder sowas. Hat viel, viel mehr verdient. Hat auch übrigens einen Film über Island gemacht, Frank. Okay, gucke ich Auch mir auch an. in der Güte. Ne? Ja. Ja. Ja, geht, ne? Ja. Das ist verrückt. Ja. Ja, das sind einfach, ja, und baut immer sehr schön die Drohnenaufnahmen dann rein. Ne? Und das sind natürlich Landschaften da oben, hier Grand Canyon. Ja, klar, der gute ist der Klassiker, ne? Aber ich will auch gar nicht zu viel jetzt davon zeigen, weil ihr sollt das ja gucken, ne? Also, Auf jeden Fall. Und ihr ihr wisst ja, sollt wie das das läuft. gucken. Ein Like da lassen, teilen, alles, was man so tun kann. Genau. Ja, aber Olli, das hast du auch verdient, weil ich weiß, wie viel Arbeit das ist. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Das wird Ja, auf richtig jeden viel Fall. Arbeit gewesen sein, der Film. Wir wissen, was das für Arbeit ist. Ne? Und ja, wenn man weiß, wie man fotografiert und gefilmt wird, dann weiß man, wie viel Zeit in diesen Aufnahmen stecken. Genau. Das hast du richtig erkannt. Ne? Und ich glaube, er ist auch so ein bisschen ein Perfektionist, der Olli. Mit dem kleinen Augenzwinkern. Manchmal darf man sich aber auch nicht im Perfektionismus verlieren. Das ist auch ein guter Ja, Rat aber von da würde ich mal einem. dazu sagen, wenn das jetzt, ich nehme mal an, das bei Olli ist das Hobby, ne? Ja, es ist Hobby, ambitioniertes Hobby auch, ne? Okay, ja. Aber dann kann man das ja auch machen, weißt du? Ja. Also das ist ja, also andere Menschen, keine Ahnung, renovieren alte Autos oder machen an ihrem Boot rum, ja, Stunden Ja. über Stunden und Tage über Tage. Das muss ja nichts abwerfen ganz am Ende. Und das ist ja das Schöne auch an so einem Thema Hobby, dass man eben einfach sagen kann, okay, ich mache das, bis die letzten 100% für mich passen. Also er macht es nicht ausschließlich hobbymäßig. Er hat schon, glaube ich, auch Nebeneinnahmen. Er macht auch schon Filmaufnahmen, soweit ich weiß, wenn er gefragt wird. Also ich glaube, er setzt da sein Know-how auch so ein bisschen ein, so kleingewerbemäßig wie ich Okay. wahrscheinlich, so in Okay. der Richtung. Ne? Also, aber das ist natürlich hauptberuflich ist er das nicht. Ne? Okay. Deswegen. Und es erstaunt mich immer wieder, wie er das schafft mit den zwei Nikon-Kameras oder ich glaube, es sind zwei Nikon-Kameras, das alles so ruhig zu filmen. Und ich glaube, er hat keinen Gimbal am Start. Also das ist echt erstaunlich. Es erstaunt mich, dass man mit einer Nikon-Kamera überhaupt filmen kann. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, schönen Gruß, ne? Jo. So, Olli. Das war uns noch ein Bedürfnis und wir sehen uns ja spätestens dann Ende Februar bei Ja. Michael auf dem Photo Friends Event.
Ich freue mich. Ja, und wir, für Scherzkeks. Mal sehen, wer alles Nikon hat, der kommt jetzt hier. So, das sind wir schon mal ein paar Abos rübergewandert, aber vergesst bitte nicht, alle Leute, die noch eine Frank nicht abonniert haben, auf dem Weg zu den 30.000. Ne? Also dann bitte ne, nicht vergessen, auch den Frank abonnieren. Wobei, Vielen Dank, Herr ja, Jan. ich denke mal, ein paar Abos wird es noch geben und viele gucken das Ding ja hier auch in der Konserve. Klar, Das hat sich ganz normal. mittlerweile, ja, das macht man so Art Podcasts. Ja. Es gibt auch so ein paar Ich höre YouTube-Formate, die ich nebenbei höre. Podcast, Also, ich bin Podcast sowieso ganz cool. ja, ich auch. Und wir beide, wir haben ja jetzt viel gesappelt, ne? So, also insofern, man muss ja nicht ständig hingucken und dann hört man ja, wenn du jetzt irgendwas eingeblendet hast, so ist das dann Zeit, das mal wieder das Browserfenster einzublenden, nach vorne zu holen. Also insofern, das kann man ja auch Ja. wunderbar nebenbei hören, klar. So sieht's aus. So, Leute, wenn keine Fragen mehr sind, ich finde 2 Stunden 25 Minuten, also gleich 2,5 Stunden. Und in der Spitze hatten wir, glaube ich, sogar über 80 Live-Zuschauer, immer noch 61 Leute am Start. Also abzüglich von unseren beiden sind wir jetzt noch immer noch bei knapp 60 Leuten. Ja, sehr, sehr cool, würde ich sagen. Und ich hat mir riesig Spaß gemacht und Mir auch, wir Marc. waren ja. Ich freu mich, dass wir uns Ende Februar sehen und ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich für die Einladung. Mega Möglichkeit, hier bei dir zu Gast zu sein. Ja, ich habe mir das auch gedacht, dass es ein ganz entspannter Stream wird und da war mir schon bewusst, dass wir einen wunderbaren Talk haben. Ja? Mir Und auch, aber ich du weißt denke ja, mal bei es sind. Micha, du übernachtest oder fährst du wieder heim? Bleibst du Genau, über ich Nacht? übernachte, ich komme erst am Samstag. Ja. Ich reise also am Samstag an und übernachte, weil ich am Sonntag noch einen Workshop bei Michael habe. Ach Insofern ich gut. übernachte von Samstag auf Sonntag. Ja. Na ja gut, ich habe auch jetzt von Freitag bis Sonntag. Ne? Also dann werden wir mal gemütlich noch vielleicht auch mal ein Bierchen trinken oder so oder Ja, so sieht's whatever. aus. So sieht's Irgendwas aus. finden wir. Ja, ich glaube schon. Irgendwas finden wir. Und vielen Dank an den Chat. Es war super. Ja, Wie schöne gesagt, Beteiligung, ne? die nächsten Projekte bei dir. Was kommt als nächstes? Bildbesprechung Samstag? Genau, heute gab es ja was zum Thema Fotobuch selber machen, also Bildband selber erstellen. Jetzt kommt natürlich am Samstag ganz normale Bildbesprechung. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die in der Pipeline sind. Es gibt eine zweite Folge von dem Fotobuch-Projekt Ja, das von wird Ben. übrigens hochinteressant. Ja, freut mich, hast du mir im Vorgespräch schon gesagt. Ja. Und dann gibt es so ein paar Dinge, die in der Pipeline sind. Also meine Landschaftsfotoreihe läuft ja immer noch. Ich habe ein Video produziert zum Thema Nachhaltigkeit und Fotoreisen, einfach mal um zu sagen, wie ich das so sehe. So. Und ja, so, dann weißt du ja, am Samstag kommt bei mir Frank Schnack, ne? So, also weißt du ja, so Ach, da können wir zu. vielleicht noch gerade drüber sprechen. Franks Schnack ist, du bist ja auf überall unterwegs. Das Ding hatte ich überhaupt nicht gekannt. Das nennt sich, Habe ich Moment, am wie heißt 1., es? Entschuldigung, habe ich am 1. Januar gestartet. Achso, du meinst die Plattform, die Substack. heißt Substack. Ja. Ja, Substack, genau. Substack ist eine App, wo man so, ja, wie soll man sagen, das ist eine Art Twitter oder sowas. Ah, das Schöne ist, ich würde sagen, das ist eine App, die, also, oder das ist eine Plattform, gibt es ja auch als webbasierte Plattform, die Ja. bietet verschiedene Möglichkeiten, Blogbeiträge zu schreiben, Ja, so Blog, genau, genau, Docs. Podcasts zu produzieren und ich denke, einer der Hauptbenefit für viele, die das benutzen, ist insbesondere im internationalen Bereich, also in den Staaten und so, dass es eine Bezahlschranke gibt. Das heißt, du kannst Content hinter Bezahlschranken verstecken. Ah, Darüber okay. finanzieren die sich auch. Ich konnte nirgends rausfinden, was die davon nehmen, also von der Bezahlschranke, ob die auch 30% kassieren oder was. Das ist aber für mich irrelevant, weil ich wollte es einfach nur benutzen zum Bloggen und Podcasten. Und dafür ist es halt Ja, gratis, weil ich keine ich Bezahlschranke finde es, davor habe. wen das interessiert, guckt sich das bitte mal an. Substack heißt die App und ja, Franks Schnack. Ja, und ich wollte hier damit nicht mit Franks Vlogs irgendeinen Wettbewerb machen, aber ich habe Nö. gedacht, ich muss einfach mit, wie soll ich sagen, ich hole mal ganz kurz aus für 3 Minuten, dann schmeißen wir hier alle raus. Nö. Ich bekomme einfach über die letzten Jahre sehr viel Infos aus der Community zugemailt. Weißt du, da findet jemand ein Georgien-Video oder einen tollen Blogbericht über Island oder so und sagt, Mensch, da schicke ich dem Frank. Da kann er mal reingucken, weil der fährt doch gerne nach Island. Und das Dusselige daran ist, das liegt bei mir im Postfach und ich gucke das auch mal das meiste davon an, wenn ich die Zeit habe. Aber alle anderen haben ja nichts davon. Weißt du, was ich meine? Das ist Ja. jetzt eine Einbahnstraßenkommunikation von einer Person an eine Person.
Und dann ist hier Sackgasse, hier geht es nicht weiter. Und da habe ich gedacht, okay, ich versuche, weil ich ja auch nicht mehr ganz so viel Insta-Live mache, erstens so ein bisschen meine Woche zu sagen, ganz privat auch zu erzählen, was ist so privat los gewesen, was ist so ansonsten los gewesen, wenn ich reise, wie ich gereist bin und wohin und wie das war und so weiter. Und gleichzeitig teile ich diese ganzen Link-Tipps mit allen. Und seit ich die teile, schicken mir mehr Menschen Links natürlich und sagen, ich habe hier noch eine Arte-Dokumentation gesehen von in der Mediathek. Da geht es zwar um nichts, was wo du hinreist, aber ich glaube, es könnte dich interessieren, weil das was Politisches oder weiß der Geier was. Und so versuche ich halt Ja, am Samstag immer morgens den Kram mit der Community zu teilen. das ist ein schönes Sammelbecken, ne? Für Genau. Ideen und Sachen. Ja, es ist gar Genau, nicht so genau. verkehrt. Ja, also wie gesagt, guckt euch das mal an. Ist natürlich auch wieder extra Arbeit für dich, ne? Darf man auch nicht Ja, aber es ist vergessen. halt etwas, was ich relativ zeitunabhängig machen kann, weil dass ich jetzt einen Podcast produziert habe, auch noch dazu. Das ist ja nur passiert, weil es natürlich dann die ersten gab, die sagten: Frank, wir wissen doch beide, du kannst viel schneller reden als schreiben. Warum kriege ich das nicht auf die Ohren? Und ich habe gesagt: Ich mache das jetzt mal, aber es wird nicht jede Woche einen Podcast geben, weil manchmal kann ich gar nicht aufnehmen, weißt du? Ich kann ja nicht in einem armenischen Bus auf der Überlandfahrt einen Ich hab das Podcast Ding jetzt noch produzieren. nicht gehört. Das ist Genau. aber ein Podcast, ein Solo-Podcast, richtig? Es ist ein Solo-Podcast und ich erzähle im Prinzip auf der Tonspur das, was man nachlesen kann, nur dass du halt die Links nicht anklicken kannst. Das heißt, du musst sowieso hinterher den Ja, das Blog-Eintrag ist okay. anklicken. Ne? Ich habe über sowas auch schon mal nachgedacht, ob ich das vielleicht, aber wie gesagt, ich habe ja meinen Transatlantik-Podcast da mit Holger. Und wenn ich jetzt wieder in Washington bin, dann wird das natürlich auch wieder mehr USA-lastig werden. Müssen wir auch mal drüber nachdenken. Aber wie gesagt, ich bin ja auch, ich muss, habe auch ein bisschen runtergefahren, ne? Weil ich habe einfach zu viel hier zu Hause zu tun. Also bei mir kommt meistens jetzt ein Video pro Woche, werden wahrscheinlich auch mal wieder ein paar mehr werden. Ja, wenn wir jetzt über, ne, Foto-Friends, bin ich ja Freitag, Samstag, Sonntag da, da wird es sicherlich noch drei Videos geben, aber dann Ja, gucken wir ja. mal am Ende des Tages. Jetzt kommt nächste Woche, jetzt am Wochenende kommt das hier mit der Burg, das Video. Einfach Ah, ein, okay. äh, Ja, sehr die, schön. Ich freue mich drauf. ich habe einfach, ich habe hier gesessen und habe gesagt, oh, fahr doch mal zu der Burg und mach ein Video darüber. Und ja, das ist ja auch so ein Fotospot, der verhältnismäßig gut zu erreichen ist, an der A3 direkt. Zwischen Ja. Frankfurt und Köln. Hat mich gewundert, dass der Dass du gar nicht nicht. so sehr bekannt ist. Ja, und auch nicht so overcrowded, weil sonst hättest du ja die unterschiedlichen Perspektiven gar nicht fotografieren können. Einer war noch da, ein Fotograf war noch Ja, da, siehst du? Siehst du? ein Einzelner. Der Rest war, ne? Aber ich sagte, richtig geil ist der Spot natürlich, wenn die Wolken, also da waren ja nur ein bisschen Wolken, wenn du so noch ein bisschen mehr Wolken gehabt hättest, ne? Ja, Und verstehe. so ein bisschen Färbung im Himmel oder so, aber an sich, und die Burg ist auch natürlich nicht angeleuchtet, weil wir Krieg haben, ne? Ja, Und Geld ja. sparen wollen, Ja. und das sieht natürlich auch wahrscheinlich cool aus, wenn die mal angeleuchtet ist noch, ne? Oder wenn die Laternen auf der Brücke alle an sind, nicht nur eine. Klar, ja, klar. Aber Dann, das Problem haben wir ja überall momentan, ne? leider ja, leider ja. Es ist so. Jo, das Frank, wird mein nächstes, und dann würde ich sagen, Leute, wir vielen Dank. verabschieden uns. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich sage danke, Frank, und tschüss. Macht's gut, haut rein. Bye, bye. Tschüss. Und dann drücken wir mal auf den Übertrag.